Boah, Alter, ich hab so Bock auf Kingdom Hearts 3. Das wird so geil. Ich hab so ewig lang auf dieses Spiel gewartet und jetzt kommt das schon in ein paar Tagen raus. Ich hab so richtig Bock. Lass mal, komm hier, lass mal auf Amazon gucken, was da so steht. Kingdom Hearts 3 erzählt die Geschichte von der Macht der Freundschaft, in denen Sora sich mit seinen Freunden auf ein gefährliches Abenteuer begibt. Oh ja, ich wette, das wird wirklich gefährlich und das Abenteuer wird super. Der lang ersehnte dritte Teil der Hauptreihe erscheint nach 13 Jahren und die Vorfreude in der Community ist riesig. Ohohoho, ihr habt ja keine Ahnung. Internet, hier ist wieder Bensack für euch und willkommen zu meinem Kingdom Hearts Timeline Video. Einige von euch werden die Länge dieses Videos sehen und sich sagen, boah, nee, das ist ja viel zu lang. Können wir das nicht irgendwie auch kürzer zusammenfassen? Ich meine, ich habe doch schon Teil 1 und Teil 2 gespielt. Reicht das nicht, Alter? Ich will doch nicht jedes Detail wissen. Geht das nicht auch irgendwie in 20 Minuten oder sowas? Gegenfrage. Wie lange seid ihr zur Schule gegangen, bis ihr euren Abschluss hattet? Mehrere Jahre. Das könnt ihr auch nicht einfach mal so in den Wochenendkurs backen und dann seid ihr fertig. Nein, ihr könnt genauso wenig erwarten, Kingdom Hearts 1 und Kingdom Hearts 2 zu spielen oder vielleicht auch gar kein Kingdom Hearts gespielt zu haben und mal ebenso die Story dieses Franchises nachzuholen. Das Kingdom Hearts Franchise besteht mit Ausnahme von Teil 1 und Teil 2, die tatsächlich für eine große Konsole, die PS2, erschienen sind, zu den meisten Teilen einfach nur noch aus mobilen Ablegern, also für Handheld-Konsolen oder andere Dinge. Und auch hier weiß ich, dass sich einige Leute so sagen, hör mal, was ist das denn? Birth by Sleep? Was ist das denn? Da steht gar keine Zahl dran. Ja, nee, das muss ich bestimmt nicht spielen. Das ist bestimmt nice to have. Irgend so ein Spin-off-Kack, den ich nicht wirklich brauche. Und ganz ehrlich, ich kann euch das nicht mal verübeln. Denn in den meisten Franchises der Videospielwelt läuft das auch genau nach diesem Schema ab. Nicht aber bei Kingdom Hearts. Liebe Leute, niemals habt ihr euch in eurem Leben so sehr geirrt. I have never been so wrong in all my life. Habt ihr vielleicht schon mal von anderen Leuten gehört, wie komplex und wie verwirrend Metal Gear Solid ist? Dass es total abgefuckt ist, total schwierig zu verstehen ist, was da eigentlich abgeht? Das stimmt auch. Metal Gear Solid ist verdammt nochmal kompliziert. Diese Leute haben aber höchstwahrscheinlich auch nicht Kingdom Hearts in seiner kompletten Spannweite gespielt. Glaubt mir, ohne Scheiß, Kingdom Hearts ist das komplexeste, verwirrendste, am meisten geretconte Franchise, was es überhaupt gibt. Bei Kingdom Hearts reicht es nicht aus, einfach nur die nummerierten Hauptteile zu spielen und dann weiß man, was Phase ist. Nein, wirklich jeder einzelne Teil, der irgendwie für irgendeine Konsole rauskommt, der irgendwie erscheint und auf den ihr streng genommen gesehen auch überhaupt gar keinen Bock habt, vielleicht zuerst ihn wirklich zu spielen, ist einfach wichtig für die Story. Und wenn ihr den nicht spielt, dann fehlen euch später richtig große Brocken für die Story und ihr wisst im nächsten Teil gegebenenfalls gar nicht mehr, was überhaupt Phase ist. Ganz ehrlich, ohne Scheiß, ne? Dieses Spiel ist, was seine Story angeht, so ein richtiges mieses Arschloch. Und das wirkt auf einige von euch vielleicht jetzt ziemlich abschreckend, weil es vielleicht den Eindruck macht, als wäre es ein riesiger Batzen Arbeit. Und ganz ehrlich, niemand hat gesagt, dass es leicht wird, die Story von Kingdom Hearts zu verstehen. Das ist ein riesiger Batzen Arbeit. Und lasst mich euch eins sagen, die YouTube-Videos, die vielleicht 20, 30 Minuten gehen und sagen, die gesamte Story von Kingdom Hearts zusammengefasst, die verarschen euch. Die lügen oder sie wissen es nicht besser. Keine Ahnung. Aber ich bin ehrlich zu euch und ich fasse wirklich das zusammen, was wirklich meiner Meinung nach relevant ist für die Story von Kingdom Hearts 3. Natürlich lasse ich auch viele Sachen weg, die einfach trivial sind. Aber um das alles zusammenzufassen, braucht man nun einmal die Zeit, die ich in diesem Video verarbeitet habe. Aber glücklicherweise habe ich mir ja diesen riesigen Batzen Arbeit für euch gemacht.
Und ich fasse in diesem Video die Story von Kingdom Hearts 3 so zusammen, dass sie jeder verstehen kann, auch selbst wenn er noch nie einen Kingdom Hearts Teil gespielt hat. Und ich werde dabei auch Beispiele benutzen, die es, glaube ich, anderen Leuten zugänglicher machen, die mit Kingdom Hearts vorher noch nichts zuvor am Hut hatten. Es folgen in diesem Video also massive Spoiler für jeden einzelnen Kingdom Hearts Teil. Im Idealfall spielt ihr einfach Kingdom Hearts selbst. Aber wenn ihr dafür keine Zeit habt oder keine Lust habt, 16 Jahre Videospielgeschichte aufzuholen, nur um irgend so ein anderes Spiel zu spielen, was in ein paar Tagen rauskommt, ja, dann habt ihr leider keine andere Wahl, als euch dieses lange Video anzugucken. Aber keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass es nicht langweilig wird. Macht so Spaß hier. Also, Kingdom Hearts. Oberflächlich betrachtet ist Kingdom Hearts die Story von einem Jungen, der mit einem überdimensionalen, großen, magischen Schlüssel bewaffnet durch verschiedene Disney-Welten rennt und dabei zusammen mit Donald Duck und Goofy gegen böse Schattenkreaturen kämpft und dabei das gesamte Universum rettet. Wenn ihr euch aber darauf einlasst, die Story ernst nehmt und auf die kleinen Details achtet, die überall in der Story hinweg über verteilt sind, dann ist Kingdom Hearts so viel mehr. Das hier ist die Übersicht aller Kingdom Hearts Spiele und ihrer Re-Releases. Wenn ihr Teil 1 und 2 auf der PS2 gespielt habt, kennt ihr also diese beiden Spiele hier. Und den Rest nicht. Na, merkt ihr, wie naiv die Annahme war, man brauche nur 1 und 2? Aber nicht verzagen, Bacon, zack, fragen. Wir fangen mit dem Teil an, der am Anfang der gesamten Story steht und der vermutlich auch die wenigste Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt aber nicht, dass dieser Teil nicht genauso tragende Story-Elemente beinhaltet wie der Rest. Kingdom Hearts Key, einem gottverdammten Free-to-Play und Pay-to-Win-Handyspiel. Vor hunderten von Jahren waren alle Welten eins. Eine schier endlose Landmasse, welche man in seiner eigenen Lebenszeit nicht bereisen kann. Dies ist das Reich des Lichts. Als Gegenstück dazu gibt es außerdem die Welt der Dunkelheit. In ihm leben Schattenkreaturen und andere Dinge, die das Licht verschlingen, wenn sie die Chance dazu haben. Darüber hinaus gibt es noch Reiche, die zwischen dem des Lichts und dem der Dunkelheit liegen. Zum Beispiel das Reich des Zwielichts und das Reich des Schlafes, quasi das Traumland. Da es in fast jedem Kingdom Hearts Teil aber nur um das Reich des Lichts und das der Dunkelheit geht, ignorieren wir die beiden anderen für den Moment erstmal. In dem Reich des Lichts gab es ein gigantisches Licht, das allen Menschen Trost, Ruhe und Geborgenheit spendete. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts ist der Legende nach der Ursprung allen Lichts. Es ist der Knotenpunkt aller Reiche und aller Welten und Lebewesen, die darin leben. Als gleichwertiges Gegenstück zu Kingdom Hearts gibt es die X-Klinge. Das X wird wie Key ausgesprochen und ergibt im Englischen somit wieder das Wort Keyblade. Diese allmächtige Waffe ist das einzige Mittel, um Kingdom Hearts zu öffnen und zu beherrschen. Und wenn man die Kontrolle über Kingdom Hearts und somit über das Licht erlangt, wird man quasi allmächtig. In dem Reich des Lichts lebte jemand, den wir heute nur noch als Meister der Meister kennen. Er war hochgradig intelligent und wusste viel über die Welt und ihre Beschaffenheit. Außerdem war er ein bisschen eklig, weil er ständig in der schwarzen Lederkutte rumgelaufen ist. Ich meine, Alter, das ist doch widerlich, wie macht er das im Sommer? Jedenfalls wusste der Meister der Meister über die Legende von Kingdom Hearts, der X-Klinge und alles mögliche Bescheid. Er war außerdem ein Prophet und erstellte selbst viele Prophezeiungen, darunter eine, dass die Dunkelheit das Licht bedroht und es in der Zukunft ein Ereignis geben wird, welches dazu führt, dass die Dunkelheit gewinnt und alles Licht verschlingt. Den Untergang der Welt. So schuf er nach dem Vorbild der Überlieferungen der X-Klinge aus den Herzen der Menschen Schlüsselschwerter. Schlüsselschwerter sind magische Waffen, die mit dem Herzen ihres jeweiligen Anwenders verknüpft sind. Sie haben jede Menge magische Eigenschaften und können jedes Schloss, das es gibt, öffnen. 5 seiner 6 Schüler stattete er mit jeweils einem Schlüsselschwert, einem Buch seiner Prophezeiungen und einer individuellen Aufgabe aus.
Anschließend wurden sie zu Anführern ihrer jeweils eigenen Fraktion. Man könnte sagen, jeder Schüler machte eine eigene Schlüsselschwert-Gilde auf, mit dem übergeordneten Ziel, die Welt vor der Dunkelheit zu beschützen. Auf der letzten Seite ihrer Bücher war nämlich die Rede von einem Schlüsselschwertkrieg. Da die Bücher der Schüler danach keine Seiten mehr hatten, gingen sie davon aus, dass dieser Krieg der angekündigte Untergang der Welt war. Ihr Ziel war es also, diesen Krieg gemeinsam abzuwenden. Der Meister sagte außerdem voraus, dass er bald nicht mehr da sein würde, um dies alles mitzuerleben. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass er starb oder etwas in der Art. Nein, er hat sich schlichtweg verpisst. Keiner seiner Schüler wusste, wo er hingeht oder warum. Vor seinem Verschwinden gab er aber seinen Schülern, wie gesagt, jeweils eine individuelle Aufgabe. Ira wird vom Meister als neuer Anführer der anderen Meister ernannt. Aset soll Ira als rechte Hand zur Seite stehen und ihn bei seiner Aufgabe unterstützen. Envy soll ihre Kameraden beobachten und bei Streit zwischen ihnen vermitteln. Gula bekommt vom Meister der Meister die Information, dass in allen Büchern eine Seite fehlt. Auf dieser Seite ist die Rede von einem Verräter. Gulas Aufgabe ist es, diesen Verräter zu finden. Ava soll sich nicht an der kommenden Schlacht beteiligen, sondern sich darauf konzentrieren, eine weitere geheime Gruppierung aufzubauen. Die Pusteblumen. Nein, ich verarsche euch nicht. Das ist tatsächlich deren Name. Unabhängig ihrer Gildenfraktion sammelt Ava Mitglieder für die Pusteblumen. Diese sollen dem Schlüsselschwertkrieg aus dem Weg gehen und in eine andere Welt flüchten, um so eine neue Welt nach dem Krieg aufbauen zu können. Es ist noch wichtig zu erwähnen, dass die Propheten untereinander nicht wussten, welche geheime Aufgabe sie jeweils vom Meister der Meister bekommen haben. Okay, so viel Trubel nur wegen der Prophezeiung des Meisters. Wie konnte der Meister aber prophezeien, dass der Weltuntergang naht? Er hatte wie gesagt ein Buch der Prophezeiungen geschrieben. Und Achtung, jetzt geht's los, es wird kompliziert. Der Meister der Meister kann in die Zukunft sehen, weil er sein eigenes Auge in sein Schlüsselschwert eingelassen hat. Wie das möglich ist, wie er das gemacht hat, keine Ahnung. Es ist einfach Zauberei. Magisches Mumbo-Jumbo. Das hier, genau da. Da ist sein Auge. Er hat das nicht nur mit seinem eigenen Schlüsselschwert gemacht, sondern auch mit den Schlüsselschwertern, die er seinen Schülern gab. Alle haben das Auge vom Meister der Meister. Und in der Story von Kingdom Hearts tauchen später noch weitere Waffen auf, die alle dieses Auge in sich tragen. Der einzige Schüler, der keine Gilde gegründet hat, war Lushu, der ebenfalls die schwarze Kutte des Meisters trägt. Er bekam eine absolute Sonderaufgabe. Der Meister hat ihm kein eigenes, sondern sein Schlüsselschwert namens No Name gegeben und eine mysteriöse Box, dessen Inhalt unbekannt ist. Er sagte ihm, dass die Box erst an einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft geöffnet werden darf. Wann dieser ist, wissen wir nicht. Bis dahin ist es Lushus Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Schlüsselschwert mit dem Auge bei allen wichtigen Ereignissen in der Zukunft dabei ist. Denn damit wird sichergestellt, dass der Meister der Meister die Geschehnisse in der Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes sehen kann. Das heißt jetzt also, dass der Fakt, dass der Meister der Meister sein Buch der Prophezeiungen schreiben konnte, der Beweis dafür ist, dass sein Plan in der Zukunft aufgeht und Lushu es geschafft hat, sein Schlüsselschwert mit dem Auge bei allen wichtigen Ereignissen in der Zukunft dabei sein zu lassen, damit er es in der Vergangenheit sehen kann. Ja, wenn ihr euch jetzt am Kopf kratzt und verwirrt seid und euch fragt, ob das überhaupt einen Sinn macht, dann nee, nicht so richtig. Streng genommen ist das ein Zeitparadoxon. Snake, what have you done? You changed the future. You've created a time paradox. Aber so sind anscheinend die Regeln in der Welt von Kingdom Hearts und wir als Spieler müssen das jetzt einfach mal so hinnehmen. Jeder Schlüsselschwertträger hat außerdem einen Chiriti an seine Seite bekommen. Nicht nur die Propheten, sondern auch alle anderen unwichtigen Charaktere in den Gilden. Chiritis sind Traumfänger, quasi die personifizierten guten Träume eines Menschen. Sie sollen die Schlüsselschwertträger dabei anleiten, Lux, also reine Lichtenergie, zu sammeln. Stell dich das so ähnlich vor wie der Wettbewerb um die Hauspunkte in Hogwarts bei Harry Potter.
10 Punkte am Neville Longbottom. Von ausgehend, dass meine Rechnung korrekt ist, muss ich jetzt wohl eine kleine Umdekorierung vornehmen. Gryffindor gewinnt den Hauspokal. Der Gedanke dahinter ist, dass je mehr Licht gesammelt wird, desto mehr Licht hat man später, um der Dunkelheit entgegenzutreten. Sollte sich ein Chiriti nun dunkel verfärben, ist dies das Anzeichen dafür, dass er zu einem Albtraum geworden ist. Und da die Traumfänger mit ihren jeweiligen Menschen verbunden sind, lässt sich so feststellen, ob jemand der Dunkelheit verfallen ist. Jeder Mensch hat ein Herz und es besteht zum Großteil aus Licht, hat aber auch einen Kern Dunkelheit in sich. Denn wo Licht ist, da ist auch Schatten. Böse Menschen nähren durch ihre Taten und negativen Gedanken den dunklen Teil ihres Herzens bis zu dem Punkt, wo die Dunkelheit im Herzen den Anteil des Lichts übersteigt. Stell dich das Konzept dahinter einfach so vor, wie die helle und die dunkle Seite der Macht bei Star Wars. Nur, dass es hier nicht die Macht ist, sondern die Herzen der Menschen. Nachdem der Meister der Meister dieses Detail mit seinen Schülern geteilt hat, verschwindet er und überlässt sie ihrem Schicksal. Ist ein ziemlicher Arschloch-Move, oder? Ich meine, ganz ehrlich, generell ist uns nicht klar, ob der Meister der Meister nun ein guter Charakter oder eher ein böser Charakter hat. Er wirkt zwar oberflächlich wie ein netter Charakter, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist er eigentlich ein ziemlich böses Sackgesicht. Und er scheint einen eigenen geheimen Plan zu haben. Es wird vor allem dadurch deutlich, dass er all seinen Schülern nur begrenzte Informationen gibt und sie gegeneinander ausspielt. Damit provoziert er überhaupt erst den Schlüsselschwertkrieg. Hätte er das nicht gemacht, wäre das wahrscheinlich auch nicht passiert. Und ich habe keine Ahnung, ob das ein Spoiler für Kingdom Hearts 3 sein könnte oder nicht, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass tatsächlich der Meister der Meister im Secret Ending von Kingdom Hearts 3 dann auftaucht und als neuer großer Oberbösewicht enthüllt wird. Es kommt, wie es kommen muss, und die Situation eskaliert. Als ein schwarzer Chiriti auftaucht, beschuldigen sich die Schüler des Meisters gegenseitig als Verräter. Es kommt zum Kampf zwischen den Gilden und die Prophezeiung des Schlüsselschwertkriegs erfüllt sich selbst. Dabei wird stark impliziert, dass der Verräter Lushu war, der sich selbst aber nicht als solchen sieht, da er laut eigener Aussage als einziger den wahren Willen des Meisters durchführt. Während des Krieges wurde die Welt von Dunkelheit überrannt, das wahre Kingdom Hearts wurde von der Dunkelheit verschluckt und die X-Klinge als Gegenstück zu Kingdom Hearts zerbrach in 7 Teile des Lichts und 13 Teile der Dunkelheit. Dieses Detail kennen wir als Spieler auch nur vom Hörensagen. Man hat das bisher in keinem Spiel mit eigenen Augen gesehen. Es gibt nur einen, der das Ganze gesehen hat. Lushu und sein Schlüsselschwert, das er vom Meister der Meister bekommen hat. So ziemlich jeder ist in diesen Krieg draufgegangen. Am Schlachtfeld des Krieges entstand der Schlüsselschwertfriedhof, an dem nur noch die Schlüsselschwerter zurückgeblieben sind. Das Licht, welches es vorher in der Welt gab, teilte sich in 7 Herzen des Lichts auf. Diese Herzen sind rein und tragen keinerlei Dunkelheit in sich. Wer auch immer solch ein Herz in sich trägt, wird als eine Prinzessin des Lichts bezeichnet. Der Legende nach wurde die Welt mit dem Licht aus diesen reinen Herzen neu erschaffen. Zu den Prinzessinnen komme ich aber später noch. Für den Moment ist wichtig, dass wie geplant die Pusteblumen überlebt haben. Diese bestehen aus Ephemer, Scold, Brain, Lorium und Ventus. Diese 5 Charaktere konnten dem Krieg entgehen und bauten mit den restlichen Pusteblumen nun die neu entstandene Welt auf. Das führte aber wiederum dazu, dass die Welt nun nicht mehr eins war. Die Welt war zersplittert im Kosmos. So entstanden viele einzelne Welten, die über die Jahre hinweg vergaßen, dass es neben sich selbst noch viele andere Welten gibt. So entstanden die ganzen einzelnen Disney-Welten in der Story von Kingdom Hearts. Und hier muss ich jetzt leider einen Cut machen, da bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos das Handyspiel, welches völlig unscheinbar und unwichtig erscheint, immer noch nicht abgeschlossen ist. Es kommen immer noch weitere Story-Inhalte in Updates raus, was mich völlig wahnsinnig und die Sache hier nicht leichter macht. Machen wir also mit den Ereignissen aus den eigentlichen Kingdom Hearts-Spielen weiter. Viele Jahre, vermutlich einige Jahrhunderte nach dem Schlüsselschwertkrieg, wird in der Welt Destiny Island ein Junge namens Xehanort geboren.
Dem Leben auf der tropischen Insel wird er überdrüssig und sehnt sich nach mehr. This world is just too small. Eines Tages wird er dann von einer Gestalt in einer braunen Kutte besucht. Diese erzählt ihm, dass er selbst aus der Zukunft sei und dass er zurückgereist ist, um sicherzustellen, dass in der Zukunft alles nach seinem Plan verläuft. Er erzählt ihm alles über die Welten, die Schlüsselschwerter, Kingdom Hearts und dass er die Dunkelheit erforschen muss, wenn er in der Zukunft Erfolg haben will. Der Xehanort aus der Zukunft mit der braunen Kutte stattet den jungen Xehanort außerdem mit der Macht eines Schlüsselschwertes aus und ermöglicht es ihm, selbst durch die Zeit zu reisen. Das tut der junge Xehanort anschließend auch, aber darauf gehe ich später noch genauer ein. Für den Moment belassen wir es dabei, dass er, nachdem er seine Zeitreise gemacht hat, genau zu diesem Punkt in der Zeit zurückreist, an dem er losgereist ist, und sich nach seiner Zeitreise an nichts mehr von dieser erinnert. In seinem Unterbewusstsein ist er aber noch immer darauf fixiert, die Dunkelheit zu erforschen und so weiter und so fort. Er kann sich aber nicht daran erinnern, dass er sich selbst getroffen hat oder dass er durch die Zeit gereist ist. Angetrieben von der Mission, die nun in seinem Herzen verankert ist, findet er einen Weg, seine Welt zu verlassen und trifft schließlich in der Welt Land des Aufbruchs auf Erakas und den Orden der Schlüsselschwertmeister. Dieser Orden ist der letzte Rest, der nach vielen Jahren von den Pusteblumen übrig geblieben ist. Sie sind nur noch sehr wenige und beschützen als Schlüsselschwertträger und Meister die Welten vor der Dunkelheit. Stell dich das Konzept wie den Jedi-Orden aus Star Wars vor, welche die Galaxis vor der dunklen Seite der Macht beschützen. Erakas und Xehanort werden Freunde, leben ihr Leben, werden zu Meistern ernannt und sollen den Orden weiterführen. Während Erakas nur an das Licht glaubt, entwickelt Xehanort die Meinung, dass es zu viel Licht gibt und dass die Dunkelheit in der Minderheit ist. Er glaubt, es wäre besser, wenn Dunkelheit und Licht sich in Waage halten würden. Über dieses Thema zerstreiten er und Erakas sich und Xehanort verlässt den Orden. Wait, Xehanort! There is a reason the precepts bar us from such knowledge. But darkness did cover the world once, in legend. We know so little about the Keyblade War. Only that it was just the beginning. Amidst that crisis, a precious light was found. It is a curious tale, and one worth exploring. If words won't dissuade you, only one thing will! The darkness taken you, Xehanort? Not your concern. Sein ganzes Leben bereist er Welten, sammelt Wissen und erforscht das Herz und die Dunkelheit und wird besessen von dem Gedanken an den Schlüsselschwertkrieg. Dieses Ereignis veränderte die Welt und stellte den aktuellen Status quo in der Kingdom Hearts Welt dar. Erst als er schon ein alter Mann ist, entwickelt er einen Plan, einen zweiten Schlüsselschwertkrieg mitzuerleben. Er möchte sehen, was mit den Welten passiert, beziehungsweise möchte als Sieger aus diesem Krieg hervorgehen, um so die Welten zu formen, wie er es möchte. Für den Schlüsselschwertkrieg braucht er seinen Aufzeichnungen nach aber das wahre Kingdom Hearts, und um diese Tür öffnen zu können, benötigt er die X-Klinge. Er hat herausgefunden, dass man die X-Klinge neu schmieden kann, indem pures Licht gegen pure Dunkelheit kämpft. Das wollte er erreichen, indem er seinen eigenen Schüler der Dunkelheit gegen einen Schüler des Lichts von Erakas antreten lässt. Irgendwo und irgendwie hat er dann Ventus als neuen Schüler gefunden. Erinnert ihr euch noch an Ventus? Ventus war einer der Pusteblumen, die nach dem Ersten Krieg die Welt wieder aufgebaut haben. Wie es möglich ist, dass Xehanort viele, viele Jahre später den immer noch jungen Ventus findet und zu seinem Schüler macht? Keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass das noch in Kingdom Hearts 3 erklärt wird. Jedenfalls trainiert er Ventus in der Nutzung der Dunkelheit. Ventus wollte sich der Dunkelheit aber nicht hingeben.
Somit improvisierte Xehanort und benutzte sein eigenes Schlüsselschwert, um das Herz von Ventus in einem reinen Teil des Lichts und einen reinen Teil der Dunkelheit zu spalten. Really? You would rather die than use the power. Feckless neophyte. If I must, I will extract the darkness from within you myself. Empty creature from Ventus Riven. To you, the name Vanitas shall be given. Yes, Master. Das kommt quasi einer magischen Operation am offenen Herzen gleich, während der Patient bei vollem Bewusstsein ist. Ziemlich ungut sowas. Sollte man nicht ausprobieren. Xehanort hat es aber probiert und das Ergebnis war ein Ventus im Wachkoma, der zu nichts mehr zu gebrauchen war. Er hatte zwar nun ein reines Herz des Lichts, aber der Prozess, sein Herz zu spalten, hat ihm zu sehr zugesetzt. Die Dunkelheit, die aus Ventus Herz abgespalten wurde, manifestierte sich in einem neuen Wesen namens Vanitas. Somit hatte Xehanort nun ein reines Herz der Dunkelheit mit Vanitas und ein reines Herz des Lichts mit Ventus. Wenn diese beiden gegeneinander kämpfen würden, dann könnte man die X-Klinge neu schmieden. Aus einem Anflug von Nostalgie oder anderen Gefühlen brachte er den komatösen Ventus zurück in seine Heimatwelt nach Destiny Island. Was dann passierte, ist extrem wichtig. Merkt euch das Folgende. Der halbtote Ventus lag also am Strand. Plötzlich nahm er ein Licht wahr. Dieses Licht war das Herz eines Neugeborenen vom Festland. Das neue, kleine Herz des Säuglings wurde von Ventus purem Licht angezogen. Aus Gutmütigkeit half das Herz dieses Babys mit seinem eigenen Licht das Herz von Ventus wieder zu vervollständigen. Why are you in my heart? Yeah. That was my light. But my heart is fractured. And now, the little I have left is slipping away. Huh? Ventus war damit wieder lebensfähig, stand aber quasi immer noch unter Schock. Das ist bei dem Scheiß, den der Junge erlebt hat, aber auch nicht verwunderlich. Xehanort brachte Ventus dann zu seinem alten Orden im Land des Aufbruchs zu seinem ehemaligen Freund Arrakas. Er sollte Ventus reines Herz des Lichts weiter gedeihen lassen und ihn weiter ausbilden, während Xehanort im geheimen Vanitas mit dem reinen Herz der Dunkelheit trainieren würde. Als er Ventus dort ablieferte, bemerkte er die beiden Schüler, die Arrakas bereits hatte. Aqua und Terra. Bei Terra fiel ihm ein hohes Potenzial für die Dunkelheit auf, was ihm sehr gelegen kam. Xehanort hatte zu diesem Zeitpunkt nämlich ein großes Problem. Er war alt. Nun hatte er das Wissen und seinen Traum von einem zweiten Schlüsselschwertkrieg zu verwirklichen, würde vorher aber vielleicht an Altersschwäche draufgehen. Um dem zu entgehen, entwickelte er den Plan, Terras jungen Körper zu stehlen. Er ließ Ventus 4 Jahre bei Meister Arrakas trainieren. Und mit der Zeit wurden Ventus, Aqua und Terra zu den besten Freunden. Sie wurden solche Best Friends, dass sie sogar schnittige Freundschaftsglücksbringer machten, sogenannte Wegfinder. Ha.
Als Xehanort der Meinung war, dass Vanitas und Ventus jeweils stark genug geworden sind, nutzte er die Gelegenheit, bei der Meisterprüfung von Terra und Aqua seinen Plan in die Tat umzusetzen. Ohne dass die anderen es bemerkten, sabotierte er die Prüfung von Terra und Aqua, was dazu führte, dass Terra unfreiwillig die Dunkelheit benutzte. Das wiederum führte dazu, dass nur Aqua zu einer Meisterin ernannt wurde, nicht aber Terra. Das löste starke Selbstzweifel bei Terra aus. Aber wie angenehm, dass Meister Xehanort, bevor er geht, ihm noch einen väterlichen Rat mit auf den Weg gibt. You are indeed strong. The darkness is nothing to fear. Master Xehanort. And yet, how frustrating that Ericus refutes its power. Why, you could train with him forever, and still, you'd never be a master in his eyes. But why? Help me understand, Master Xehanort. What is it that I failed to learn? You're fine as you are. Darkness cannot be destroyed. It can only be channeled. Ab diesem Zeitpunkt fängt Xehanort an, Terra bei jeder Gelegenheit für sich einzunehmen und ihm einzureden, dass Dunkelheit eine coole Sache sei. Stellt ihn euch als Senator Palpatine bzw. den Imperator bei Star Wars vor. Terra ist in diesem Beispiel Anakin. Ich weiß, es sind jetzt viele Vergleiche zu Star Wars, aber ich gehe einfach davon aus, dass jeder von euch Star Wars gesehen hat und grob weiß, was ich meine. Außerdem ist die Story von Burst by Sleep einfach nur hart von Star Wars geklaut. Anakin, ich meine natürlich Terra, wird zusammen mit Aqua von Meister Irakas anschließend auf eine Mission geschickt. Ein anderer Schlüsselschwertmeister namens Jens Sid. Und ja, jetzt kommen wir so langsam zu dem Disney-Anteil in Kingdom Hearts, denn Jens Sid ist der Magier aus dem Film Phantasia von 1940. Informiert sie, dass die Welten, in denen sich die sieben Prinzessinnen der Herzen befinden, von dunklen Schattenwesen angegriffen werden, den Unversierten. Die Unversierten haben ihren Ursprung in Vanitas. Sein Herz besteht wie gesagt aus purer Dunkelheit und er ist das absolut Böse. Er ist in der Lage, negative Emotionen von Menschen in seiner Umgebung eine physische Form zu geben. Vanitas ist auf den Befehl von Xehanort hin in so viele Welten wie möglich gegangen und hat so viele Unversierte wie möglich produziert, um Erakas Schüler hervorzulocken. Also bekommt Terra und Aqua die Aufgabe, die Unversierten zu besiegen, um die Prinzessinnen der Herzen zu beschützen und Meister Xehanort zu finden, welcher mysteriöserweise nicht mehr auf die Nachrichten von Erakas reagiert. Ich habe gerade ganz nebenbei nochmal die sieben Prinzessinnen der Herzen erwähnt. Wisst ihr noch? Das waren die, die laut Legende angeblich die Welten nach dem Schlüsselschwertkrieg wieder aufgebaut haben. Stellt sich heraus, dass diese Prinzessinnen die buchstäblichen Disney-Prinzessinnen sind. Auf ihre Mission treffen Terra, Aqua und Ventus alle getrennt voneinander auf die Disney-Prinzessinnen Schneewittchen, Cinderella und Aurora bzw. Dornröschen. Ich sage getrennt voneinander, da die drei Schüler von Erakas jeder für sich durch verschiedene Disney-Welten bereisen, verschiedene Disney-Charaktere treffen, wie die eben erwähnten Prinzessinnen oder Peter Pan und nebenher gegen Unversierte kämpfen. Ventus hatte das Land des Aufbruchs ebenfalls verlassen, nachdem Vanitas ihm gedroht hatte, dass Terra etwas zustoßen könnte. Apropos Terra, während Aqua und Ventus auf nette Disney-Charaktere treffen, muss Terra sich die meiste Zeit mit den Bösewichten herumschlagen, wie Malefiz oder Captain Hook. Das alles ist Teil von Xehanorts Manipulation, in seinem Herzen die Dunkelheit wachsen zu lassen. Er schmiert ihm Honig ums Maul und vergibt ihm sogar den Meistertitel, der ihm vom Meister Erakas verweigert wurde, damit Xehanort selbst als der Gute dasteht. Xehanort selbst ist während der Reise der drei Schüler also absolut nicht untätig. Der Typ hat quasi überall seine Finger im Spiel. Er erzählt der bösen Fee Malefiz zum Beispiel von den sieben Prinzessinnen der Herzen und manipuliert selbst sie dahingehend, dass sie für ihn später die Drecksarbeit erledigt. In einer Welt namens Radiant Garden trifft Xehanort auf einen Charakter namens Brake. Er erzählt ihm von seinem Plan und verspricht ihm unglaubliche Macht, wenn der Plan zum Besitznehmen von Kingdom Hearts erstmal abgeschlossen sei. Sein neuer Verbündeter inszeniert ein Schmierentheater, bei dem Terra glauben gemacht wird, dass Brake Xehanort entführt hätte. Es kommt zum Kampf und im Verlauf von diesem nutzt Terra wieder die Dunkelheit und läuft damit
Schritt für Schritt in Xehanorts Hände und sein Verderben. Xehanort nimmt Terra als seinen neuen Schüler an und verleiht ihm den Meistertitel. Währenddessen treffen Ventus und Aqua unter anderem auf Mickey Maus. Cory, you gotta get that girl to someplace that's safe. Who are you? Why do you have a keyblade? I'll tell you later. Right now we gotta stop these things. Also quasi Mr. Disney in Person. Oh yeah! Es stellt sich heraus, dass Mickey Maus auch ein Schlüsselschwertträger ist und von Jens Hid ausgebildet wurde. Mickey freundet sich unabhängig voneinander mit Aqua und Ventus an und versucht ihnen bei ihrer Mission zu helfen. Ventus trifft dabei auf zahlreiche Charaktere, die erst sehr viel später relevant werden. Trotzdem zeige ich sie euch hier schon einmal. Aqua wiederum trifft auf eine ältere Dame und ihre kleine Enkeltochter namens Kairi. Aqua bemerkt etwas Besonderes an Kairi, kann aber nicht ganz zuordnen, was sie besonders macht. Wie sich sehr viel später herausstellt, ist Kairi auch eine der sieben Prinzessinnen der Herzen. Aqua vertraut auf ihr Bauchgefühl und wirkt mit ihrem Wegfinder, ihr wisst schon, dieses fesche Glücksbringer-Ding von vorhin, einen Zauber auf Kairi. Dieser soll bewirken, dass wenn sie in Gefahr gerät, sie automatisch zu jemandem findet, der sie beschützen wird. Kairi solltet ihr euch merken, auch sie wird später sehr wichtig. Nach weiteren Reisen durch verschiedene Disney-Welten werden Terra und Aqua unabhängig voneinander von einem hellen Licht zu der Welt Destiny Island geführt, der Heimatwelt von Xehanort. Terra trifft dort auf zwei kleine Jungen namens Sora und Riku. In Riku sieht er besonderes Potenzial, um ein Schlüsselschwertträger zu werden. Er führt mit ihm das Ritual durch, um ein Schlüsselschwertträger zu werden, und sagt zu Riku, dass er dies niemandem verraten darf. In your hand, take this key. So long as you have the makings, then through this simple act of taking, its wielder you shall one day be. And you will find me, friend. No ocean will contain you then. No more borders around or below or above, so long as you champion the ones you love. Einige Zeit nachdem Terra in dieser Welt war, trifft Aqua, von demselben Licht geleitet, dann auch ein. Sie trifft ebenfalls Sora und Riku und bemerkt sofort, dass Riku bereits von Terra ausgewählt wurde, ein Schlüsselschwert zu führen. Sie entscheidet sich, dass ein Schlüsselschwert für diese Freundschaft genug ist und bittet Sora darum, dass er als Rikus bester Freund immer auf ihn Acht geben muss. So then if something happens and Riku is about to get lost, or say he starts wandering down a dark path alone, you make sure to stay with him and keep him safe. That's your job, Sora. And I'm counting on you to do it, okay? Das erscheint jetzt vielleicht völlig trivial, hat aber später einen extrem emotionalen Höhepunkt. Wait for it! Währenddessen wird Mickey von Vanitas entführt und zum Schlüsselschwertfriedhof verschleppt. Dort erfährt Ventus die Wahrheit über sich und Vanitas. Ventus kehrt verunsichert und wütend zum Land des Aufbruchs zurück und konfrontiert Meister Arrakas mit der Behauptung, Ventus würde in dieser Welt eingesperrt werden, weil er der Schlüssel zur X-Klinge ist. Als Meister Arrakas realisiert, was Xehanort plant, sieht er in einem Anflug von verletzter Aufsichtspflicht und reiner Panik keinen anderen Weg, Ventus zu töten. Master, what do you... The Keyblade has no place in this or any world. Xehanort has made his purpose clear, and I am left with no choice. Forgive me, but you must exist no more. Ja, nein, wirklich. Der miese Heuchler kommt zu dem Schluss, dass er jetzt das 15-jährige Kind töten muss.
Jedenfalls... kommt genau in diesem Moment Terra an und sieht, was der Meister vorhat. Xehanort hatte vorausgesehen, dass Arrakis so reagieren würde, wenn er die Wahrheit erfährt, und als Puppenspieler, der er ist, erzählt er Terra, dass Arrakis verrückt geworden sei und versuchen wird, Ventus umzubringen. Terra sieht daher ebenso keinen anderen Weg, als seinen Meister bis auf den Tod zu bekämpfen. In diesem Kampf gibt er sich der Dunkelheit noch mehr hin und schafft es, seinen Meister zu besiegen. Beide kommen kurz bevor es zu spät ist zur Einsicht, was für einen Schwachsinn sie da gerade fabrizieren, aber Xehanort ist bereits da und versetzt Arrakis den Gnadenstoß. My own heart is darkness. Master Arrakis, Master Xehanort, why? You know, at times I find your progress quite striking. Es ist nicht bestätigt, aber wahrscheinlich, dass in dem Moment, in dem Arrakis stirbt und sich sein Körper in Licht auflöst, sein Herz sich in das Herz von Terra flüchtet, auch wenn dieser es noch nicht bemerkt. Xehanort gibt nun endlich sein wahres Gesicht zu erkennen und droht Terra damit, dass Aqua und Ventus am Schlüsselschwertfriedhof sterben werden. Oh, ach ja, und außerdem zerstörte er mit der Macht der Dunkelheit die Welt Land des Aufbruchs. Weil, warum nicht? Böse Typen machen sowas in Geschichten. It within you will die! You won't need a home anymore where you're going. Terra, Aqua und Ven treffen sich durch die Schnitzeljagd, die Xehanort für sie vorbereitet hat, am Schlüsselschwertfriedhof. Und dann beginnt der vielleicht epischste Kampf in der Geschichte von Kingdom Hearts. Thank you.
Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, sage ich es euch jetzt, da Xehanort erst hier anfängt, wirklich selbst zu kämpfen. Er hat die ganze Zeit schon das No-Name-Schlüsselschwert, das Schlüsselschwert, welches der Meister der Meister dazu genutzt hat, um in die Zukunft sehen zu können. Ich bin mir sicher, dass dieses Detail in Kingdom Hearts 3 noch aufgegriffen wird. Xehanort ist vermeintlich am Ziel seines Plans angelangt und sein kleiner privater Schlüsselschwertkrieg kann starten. Das wäre aber so ein Krieg ohne Kingdom Hearts. Mit seinem Schlüsselschwert schafft er es, das wahre Kingdom Hearts erscheinen zu lassen. Während sich Terra also nun einem Kampf mit Meister Xehanort widmet, werden Aqua und Ventus von Break angegriffen. Der Typ, gegen den Terra vorher gekämpft hatte. Who are you? Nachdem Aqua ihn besiegt hat, mischt Vanitas sich ein und überrascht Aqua. Ventus reißt sich zusammen und endlich kommt es zu einem Aufeinanderprallen des Herzens des Lichts in Form von Ventus und des Herzens der Dunkelheit in der Form von Vanitas. Endlich zeigt uns Vanitas übrigens sein Gesicht unter seinem Death Punk Motorradhelm. Und die Überraschung ist, er sieht aus wie eine ältere Version von Sora, dem kleinen Jungen von den Destiny Islands. Erinnert ihr euch noch daran, was ich vorhin über das Herz von Ventus gesagt habe? Als er komatös war und völlig neben sich auf der Insel lag, da kam ein Herz von einem neugeborenen Kind angeflogen, von seinem eigenen Licht angelockt und hat es repariert. Dieser Neugeborene, der da gerade in diesem Moment zur Welt kam, war Sora. Damit sind die Herzen von Ventus und Sora miteinander verbunden worden. Genauso wie immer noch die Herzen von Ventus und Vanitas stark miteinander verbunden sind. Das Erscheinungsbild von Vanitas ist quasi eine Rückkopplung auf die Verlinkung zu Soras Herzen. Die X-Klinge wird tatsächlich geschmiedet, auch wenn sie noch nicht komplett ist. Aqua und Mickey stellen sich Ventus entgegen, welcher nun von Vanitas kontrolliert wird und die X-Klinge als Waffe führt. Währenddessen kämpft Terra immer noch gegen Xehanort und gibt sich vollkommen der Dunkelheit hin. Xehanort ist damit an seinem Ziel. Er kann das hohe Maß an Dunkelheit in Terras Herzen nun dafür nutzen, sein eigenes, verkommenes Herz in Terras Körper zu schicken und die Kontrolle zu übernehmen. And now, Terra, it is time for the final union! What? At last our moment is here. Out with the old and brittle vessel, and in with a younger, stronger new one. I swore I would survive. And be there to see what awaited beyond the Keyblade War. And now it is your darkness that shall be the arc that sustains me! This heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness, and also end. The heart is no different. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. Dieses miese Arschgesicht hat sich nun den Körper von Terra geklaut. Das Bewusstsein von Xehanort befindet sich ab diesem Zeitpunkt in Terras Körper. Diese Form wird von den meisten Fans Terra-Nord genannt. Aqua schafft es wenige Meter weit entfernt mit der letzten Kraft Vanitas zu besiegen und dabei die nicht vollkommene X-Klinge zu zerstören. Das Teil explodiert in einer riesigen Explosion und reißt alle Anwesenden mit sich. Die X-Klinge konnte zerstört werden, da Ventus noch nicht vollkommen mit Vanitas verschmolzen war. Die beiden kämpfen in ihrem Herzen, man könnte auch sagen in ihrer Gedankenwelt, ein letztes Mal miteinander. Ventus schafft es, Vanitas zu besiegen, zerstört dabei sein fragiles Herz aber erneut. Und
Achtung, das ist jetzt wieder sehr wichtig. Das kaputte Herz von Ventus, welches immer noch nur aus reinem Licht besteht, da er seine Dunkelheit in Form von Vanitas zerstört hat, flüchtet aus Ventus' Körper an den einzigen Ort, den es noch kennt. Das Herz von Sora. Das Herz von Ventus flüchtet sich durch die Magie in den Körpern von Sora in der Hoffnung, dort wieder genesen zu können. Was zurückbleibt, ist Ventus' Körper, der wieder einmal im Koma liegt. Mein Gott, der arme Junge. Aqua und der Körper von Ventus werden von Mickey gefunden und zu Yensid gebracht. Yensid sagt Aqua, dass es keine Hoffnung für Ventus gibt, solange sein Herz verschollen ist. Also versteckt Aqua seinen Körper an einem sicheren Ort. Sie kehrt in das Land des Aufbruchs zurück und stellt geschockt fest, dass ihre Heimatwelt durch die Dunkelheit zerstört wurde. Als Schülerin, welche die Meisterprüfung bestanden hat, ist sie die einzige, die jetzt noch von dem Geheimnis dieses Ortes weiß. Es gibt eine Art Sicherheitssystem, welches die Geheimnisse des Ordens schützen soll. Nachdem dieses magische Sicherheitssystem aktiviert ist, verwandelt sich das Schloss. Jeder, der in dieses Schloss geht, fängt an zu vergessen. Sein Kurzzeitgedächtnis wird durch Magie gestört. Sie lässt Ventus im Kern des Schlosses zurück und verlässt es. Dieses Schloss des Entfallens wird später in der Serie noch wichtig werden. Nach der Explosion der X-Klinge ist Terranort in Radiant Garden gelandet. Dort findet ihn Aqua und stellt ihn zur Rede. Durch die Explosion sind seine Gedanken noch zerstreut. Sie weiß wiederum noch nicht, dass Xehanort nun in Terrors Körper steckt und wird von ihm attackiert. Nach einem harten Kampf gegen ihren besten Freund schafft sie es, Terra wachzurütteln, der sich nun gegen Xehanort zur Wehr setzt. Er schafft es zwar, Xehanort in seinem Herzen Schaden zuzufügen, kann ihn aber nicht austreiben. Die überschüssige Dunkelheit, die Xehanort im Kampf heraufbeschworen hatte, verzieht sich wieder ins Reich der Dunkelheit und droht Terrors Körper mit sich zu nehmen. Aqua springt hinterher, um ihn zu retten. Beide stürzen in die Dunkelheit und in einem Akt der puren Selbstlosigkeit opfert sich Aqua, um Terra mit ihrer Rüstung ins Reich des Lichts zurückzuschicken, während sie in der Dunkelheit versinkt. Len, I'm sorry. I might not make it back as soon as I thought, but I promise I'll be there one day to wake you up. Terranort wird einige Momente später von Brake gefunden und bekommt Hilfe von Anson. Anson ist ein Akademiker oder Forscher, wenn ihr so wollt, und so eine Art Bürgermeister der Welt Radiant Garden. Als guter Mensch, der er ist, hilft er Terranort und nimmt ihn bei sich auf. Dieser hat durch Terras letzte Aktion sein Gedächtnis verloren und erinnert sich nur noch an seinen Namen. Xehanort. Xehanort. Okay, wo lässt das nun unsere Hauptcharaktere zurück? Ventus liegt im Koma, da sein Herz in Zoras Körper gewandert ist. Sein Körper ist versteckt im Schloss des Entfallens. Terra wurde von Xehanorts Herz und Bewusstsein besessen. Er ist quasi ein Gefangener in seinem eigenen Körper, da Xehanort ihn nun kontrolliert. Dieser hat aber durch den Kampf sein Gedächtnis verloren und ist nun bei Anson dem Weisen in Radiant Garden. Aqua hat sich für ihre Freunde geopfert und ist verschollen im Reich der Dunkelheit. Mickey hat keine Ahnung, wo irgendwer seiner Freunde abgeblieben ist und fühlt sich schuldig deswegen. So, jetzt habe ich schon jede Menge gesammelt und wir haben gerade mal 2 der 9 Kingdom Hearts Spiele abgearbeitet. Wenn euch dieses Video bis hierhin gefallen hat, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr einen Like da lasst, wenn ihr mir ein Abo da lasst, wenn ihr das Glöckchen unter dem Video einschaltet, damit ihr immer darüber informiert werdet, wenn ich etwas Neues hochlade. Und dann auch noch, was mir am meisten helfen würde, wenn ihr dieses Video auf Social Media teilt, auf Twitter, auf Facebook, Instagram, wo auch immer ihr euch rumtreibt. Teilt das Video mit anderen Leuten, die es auch interessieren könnte. Somit erreichen das einfach mehr Leute haben Spaß. Und das ist das Einzige, was mich motiviert, diesen ganzen Kram hier weiterzumachen. Ja, und schon mal vielen Dank im Voraus für alle Leute, die sich tatsächlich diese 20 Sekunden Zeit nehmen, um genau das zu machen. Aber jetzt zurück zu Disneyland! Xehanort, der nach wie vor an Amnesie leidet, forscht als Schüler von Anselm dem Weisen am Herzen. Er entdeckt dabei eine schwarze Schattenkreatur, einen Herzlosen.
Er findet heraus, dass Herzlose aus dem verdorbenen Herzen eines Menschen entstehen. Erinnert ihr euch noch an das Konzept von Licht und Dunkelheit in Kingdom Hearts? Das Herz besteht aus beiden Teilen und normalerweise habt ihr mehr Licht im Herzen als Dunkelheit. Wenn die Dunkelheit durch schlechte Taten oder Gedanken weiter wächst, werdet ihr böse. Wenn ihr es dann noch weiter treibt und immer mehr Dunkelheit in eurem Herzen entsteht, wird euer Herz schließlich von der Dunkelheit verschlungen. Was zurückbleibt, ist ein Herzloser. Ihr werdet zu einer instinktgesteuerten Schattenkreatur ohne Herz, die wie bei einer Zombie-Apokalypse Leute mit Herzen angreift, um sie ebenfalls zu Herzlosen zu machen. Ansem versteht, wie gefährlich diese Forschung ist und verbietet Xehanort die weitere Forschung an diesem Thema sofort. I forbid it! Forget this talk of doors and the heart of all worlds. That place must not be defiled. But Master Ansem, I've been thinking. Xehanort, those thoughts are best forgotten. Der scheißt aber darauf, was sein Lehrer ihm sagt, und forscht mit den anderen Schülern von Ansem und Break weiter am Herzen. Xehanort wird völlig größenwahnsinnig und meint, er ist ein viel brillanterer Kopf als Ansem. Vielleicht auch aus den Nachwirkungen der Amnesie heraus fängt er an, sich selbst Ansem zu nennen. Er beginnt, die sogenannten Ansem-Berichte zu verfassen, in denen er seine Forschungsergebnisse zu dem Herzen und den Herzlosen festhält. Er verliert aber völlig die Kontrolle über seine Forschung, als er sogar eine Maschine baut, die Herzlose künstlich herstellen kann. Um die künstlichen Herzlosen von den natürlichen Herzlosen unterscheiden zu können, markiert er diese mit einem Symbol. Was danach passiert, ist tatsächlich etwas unklar, weil genau diese Sache bisher in keinem Spiel so richtig beleuchtet und gezeigt wurde. Aber ungefähr ein Jahr, nachdem Xehanort Ansems Schüler geworden ist, endet seine Amnesie und er fängt an, sich an alles wieder zu erinnern. Es wird sogar in Frage gestellt, ob er überhaupt Amnesie hatte oder ob das nur gespielt war. Jedenfalls ist ja sein letzter Plan fehlgeschlagen und deswegen fängt er jetzt an, ein paar seiner Backup-Pläne aus seinem Repertoire anzugehen. Sein letzter Plan ist also fehlgeschlagen und damit ihm das nicht nochmal passiert und er sich einfach absichern möchte, fängt er jetzt an, mehrere Backup-Pläne gleichzeitig nachzugehen. Ja, aber wie soll er das denn eigentlich machen? Mehr Pläne gleichzeitig ausführen? Mein Kerl kann sich ja nicht aufteilen. Stellt sich heraus, doch, genau das kann er. Ganz am Anfang habe ich euch gesagt, dass nach dem Schlüsselschwertkrieg vor hunderten von Jahren die originale X-Klinge angeblich in 7 Teile des Lichts und 13 Teile der Dunkelheit zerbrochen ist. Diese Information nimmt Xehanort nun wörtlich und versucht nicht nur ein dunkles Herz und ein Lichtherz gegeneinander kämpfen zu lassen, sondern tatsächlich 7 Lichtherzen gegen 13 Herzen der Dunkelheit und somit genau die Splitter der X-Klinge aus der Legende wieder zusammenzufügen. Für die 7 Herzen des Lichts gibt es ja bereits die Prinzessinnen der Herzen. Um die 13 düsteren Typen muss er sich aber selbst kümmern. Und wer ist jetzt der dunkelste und düsterste Typ, den Xehanort kennt? Er selbst. Der olle Glatzkopf nimmt sich den Spruch, wenn du willst, dass etwas richtig gemacht wird, musst du es selbst machen, nun so richtig zu Herzen und kommt zu dem Schluss, dass diese 13 Personen, diese 13 Dunkelheiten, allesamt sein eigenes Herz sein müssen. Er entwickelt also den Plan, sein Herz auf so viele Personen zu verteilen, bis es 13 verschiedene Versionen von ihm gibt. Völlig crazy, ich weiß. Beim letzten Mal, als er sein Herz in einen anderen Körper gesteckt hat, war Terras Herz als Eigentümer seines aktuellen Körpers nicht bereit mitzuspielen, was dazu führte, dass er das letzte Mal fast gescheitert ist. Dieses Mal möchte er dieses Risiko nicht eingehen. Da er sich wieder an alles erinnert, kann er auch sein Schlüsselschwert wieder benutzen. Er nutzt sein Schlüsselschwert, um die Herzen der anderen Schüler von Ansem, die gemeinsam mit ihm die Herzlosen erforscht haben, aus ihren eigenen Körpern herauszuziehen. Er will sich damit leere Hüllen schaffen, in die er einen Teil seines eigenen Herzens stecken kann. Hey! Is this how you wanted it?
Xehanort! You want to fill me in? I am. Hey! Do you remember now, or... Wait. Did you never lose your memory? That's not my name. I'm not Xehanort. What? My name is Ansem. Damit lässt er jeweils einen Herzlosen entstehen, die aber nicht weiter wichtig sind. Was viel wichtiger ist, ist, was mit dem Körper passiert. Wenn jemand zu einem Herzlosen wird, dann wird der zurückgelassene Körper zu einem Niemand. Der Körper wird von der Dunkelheit umhüllt und wird ebenfalls zu einem Monster. Wenn jemand mit hoher Willenskraft zu einem Herzlosen wird, dann wird der Niemand, der aus dieser Person entsteht, kein triebgesteuertes Monster, sondern behält seine menschliche Form. Diese Niemande können sich an ihr menschliches Leben erinnern und behalten ihre Erinnerungen. Da sie kein Herz mehr haben, verlieren sie aber all ihre Emotionen. Es mag zum Beispiel sein, dass sie über einen Witz lachen oder wegen irgendeiner Sache wütend werden. Das machen sie aber nicht, weil sie in diesem Moment wirklich Gefühle haben. Nein, sie machen es nur, weil sie sich daran erinnern, wie man sich in solch einer Situation verhält. Stellt euch das Ganze so vor, als wären es Untote. Nur mit dem Unterschied, dass sie nicht verwesen. Und ihr Untotsein besteht darin, dass sie einfach keine Gefühle mehr haben. Diese gefühlstoten Niemande wurden aus der Dunkelheit geboren und weisen deshalb schon eine stärkere Affinität zu dieser auf. Denkt dran, Xehanort musste Terra erst auf die dunkle Seite ziehen, damit sein Herz in ihn rein konnte. Bei Niemanden ist das aufgrund ihrer Herkunft einfacher. Außerdem vergibt er neuen Namen an die Niemande. Jeder Name war ein Anagramm des ursprünglichen Namens des Niemands plus des Buchstaben X. Aufs Break wird somit zum Beispiel Xigbar. Dieses X wird Abweichlerzeichen genannt. Es ist an das X aus der X-Klinge angelehnt und hilft durch Magie wie ein magischer Peilsender Xehanort zu verraten, wo sich dieser Niemand gerade aufhält. Ja, ich weiß, es klingt völlig lächerlich. Aber ich rede hier über Zauberei und riesige Schlüssel und Donald Duck und Goofy. Es ist Zauberei in der Kingdom Hearts Welt. Nehmen wir es einfach als solches hin. Außerdem hilft es dabei, das Bewusstsein des Niemands von seinem früheren Leben zu trennen, was für ihn später gegebenenfalls weniger Widerstand bedeutet, wenn er versucht, den Körper zu übernehmen. Was Xehanort mit den Niemanden vorhat, könnt ihr also mit dem vergleichen, was Lord Voldemort mit seinen Horcruxen gemacht hat, falls ihr die Story von Harry Potter kennt. Sein Ziel ist es jetzt also, mehrere menschliche Niemande zu finden oder zu erschöpfen, damit er sein Herz dort hineinstecken kann. Xehanort ist aber äußerst vorsichtig und legt sich jetzt schon mehrere Backup-Pläne zurecht. Um die Reihen der 13 Personen schneller füllen zu können, nimmt er sein Schlüsselschwert und extrahiert sein eigenes Herz aus Terras Körper. Das hier ist jetzt wieder sehr wichtig. Dabei entsteht sein eigener Niemand, Xemnas. Er nennt sich selbst Xemnas, da er ja zuvor den Namen Ansem gestohlen hat. Und Xemnas ist halt das Anagramm von Ansem mit einem X. Xemnas wird der Anführer der Niemande, die ihm als Gefäß dienen sollen, und nennt seine neue Gang die Organisation 13. Was wir eben gelernt haben ist, wo ein Niemand ist, da muss auch ein Herzloser sein. Er gibt sein Herz ja deswegen frei, weil er sich somit in zwei Teile aufspalten kann. Ein Teil ist Xemnas, sein Niemand, der andere Teil ist sein Herzloser. Dieser Herzlose ist etwas Besonderes, weil er im Gegensatz zu allen anderen Herzlosen sein Bewusstsein behält. Warum das so ist, kann man nur spekulieren. Vielleicht hat das damit zu tun, dass in seinem Herzen schon vorher so viel Dunkelheit war oder dass er sich bewusst und freiwillig dazu entschieden hat, Herzloser zu werden, was bei allen anderen Leuten ein Unfall ist. Er ist jetzt quasi nur ein schwebendes Herz, das von Dunkelheit umgeben ist. Er ist der Typ in der braunen Kutte, den ich euch ganz am Anfang gezeigt habe. Der Typ in der braunen Kutte, der den jungen Xehanort vor vielen, vielen, vielen Jahren als Zeitreisender aufgesucht hat. Der geile Nebeneffekt, wenn man nur noch ein Herz mit Bewusstsein ist und man seinen Körper hinter sich gelassen hat, ist nämlich, dass man so durch die Zeit reisen kann. Warte, halt, drück Pause. Irgendwas passt da nicht richtig. Ja, ich weiß, euch raucht der Kopf. Aber das ist nun mal die verworrene und komplizierte Story von Kingdom Hearts.
jetzt guckt mich nicht so böse an. Ich versuche hier einfach nur, die Story von Square Enix möglichst sinnvoll für euch zu übersetzen. Für den Moment müsst ihr nur wissen, dass Xehanort als schwebendes Herz, umgeben von seinem formlosen Herzlosen, in einer braunen Kutte gekleidet, in die Vergangenheit zurückgereist ist, um mit sich selbst als jungen Mann zu reden. Was er ihm sagt und so weiter, das rolle ich später nochmal auf, wenn es wieder relevant wird. Nachdem Xehanort die Sachen in der Vergangenheit erledigt hat, beginnt er mit einem weiteren Backup-Plan. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Xehanort als Schüler von Ansem eine Maschine gebaut hat, mit der er künstlich Herzlose herstellen kann. Diese schaltet er jetzt auf volle Power und lässt die Maschine nonstop Herzlose produzieren. Er benutzt die Herzlosen als seine eigene Armee der Finsternis, um die verschiedenen Welten zu überrennen. Sein Ziel ist es nach wie vor, Kingdom Hearts für sich zu haben. Das ist sein oberstes Ziel. Als Backup-Plan versucht nun also der herzlose Xehanort, der sich jetzt auch noch Ansem nennt, weil die ganze Sache einfach noch nicht kompliziert genug ist, alle Welten mit den Herzlosen in Dunkelheit zu stürzen. Es ist nämlich nicht so, dass nur Menschen ein Herz haben, auch jede einzelne kleine Welt hat ein eigenes Herz. Wenn er alle Herzen aller Welten in der Dunkelheit versammeln kann, hat er die Idee, ob sich nicht Kingdom Hearts auch so für ihn erschaffen lässt. Also beginnt er Stück für Stück mit den Herzlosen die Welt zu überrennen. Eine Welt, die von den Herzlosen in die Dunkelheit gestürzt wird, verschwindet. Alle Bewohner dieser Welt sterben bzw. werden in die Dunkelheit gezogen. Die erste Welt, die von den Herzlosen überfallen wird, ist Radiant Garden, eben die Welt, in der die Herzlosenmaschine steht. Kairi, das kleine Mädchen, das Aqua getroffen hat und eine der Prinzessinnen der Herzen ist, wird mit Hilfe des Zaubers, den Aqua auf sie angewendet hat, auf magische Art und Weise zu der Welt Destiny Island befördert. Die Welt, in der der kleine Riku und der kleine Sora leben. Einmal tief durchatmen, sich mal wieder so ein bisschen locker machen für den Moment. Ich weiß, es ist ziemlich viel, was ich euch jetzt gerade alles erzählt habe. Und tatsächlich nähern wir uns jetzt erst so langsam der Story vom allerersten Kingdom Hearts Teil. Alles, was ich euch gerade so erzählt habe, passiert eigentlich nur in irgendwelchen Handyspielen oder Spin-Off-Spielen oder steht in Texten in Jiminys Tagebuch irgendwie in dem Spiel selbst oder stammt aus irgendwelchen verdammten japanischen Interviews, die von irgendwelchen Fans vom Japanischen ins Englische übersetzt wurden und auf die man normalerweise als normaler Spieler gar keinen Zugriff hat. Ich hoffe, ihr lernt daraus, dass man Spin-Offs spielen sollte. Und um jetzt nochmal einen kurzen Break zu machen, wirklich nochmal die Bitte an euch, dieses Video zu teilen und mich zu abonnieren. Das ist keine Floskel. Ich bin wirklich auf eure Hilfe angewiesen. So wie ich euch jetzt helfe, die Story von Kingdom Hearts zu verstehen, müsst ihr mir bitte helfen, dass dieses Video viral gehen kann. Dafür schon mal vielen Dank im Voraus. Und ich würde sagen, nachdem wir uns ein bisschen gelockert haben, geht das weiter. So, wer soll nun aber die ganzen Herzlosen abwenden? Es gibt nur noch einen Schlüsselschwertträger, der aktiv kämpft. Mickey Maus. Oh boy! Mickey ist in den nachfolgenden Jahren zum König seiner Welt geworden und sucht noch immer nach einem Weg, Terra, Aqua und Ben zu retten. Als die Herzlosen beginnen, in seiner Nähe die Welten anzugreifen, bemerkt Mickey dies und handelt sofort. Er macht sich hastig auf die Reise, um die Herzlosen aufzuhalten. Er hinterlässt Donald Duck, seinem Hofmagier, und Goofy, seinem Hauptmann, einen Brief, in dem er sagt, dass sie einen Schlüsselschwertträger finden müssen, wenn sie die Welten retten wollen. Also begeben sie sich auch auf eine Reise. Weil, wenn Mickey Maus dir sagt, bitte riskier dein Leben und rette das Universum, dann riskierst du gefälligst dein Leben und rettest das Universum. Es dauert tatsächlich ungefähr 9 Jahre, bis die Herzlosen die Welt von Sora, Riku und nun auch Kairi erreichen. In dieser Zeit sind die drei zu den besten Freunden geworden. Sora und Riku haben eine freundschaftliche Rivalität und beide sind ein wenig in Kairi verschossen. Seit Riku Terra getroffen hat, wollte er andere Welten sehen. Er ist sehr mutig, weswegen Terra ihn ja auch als Träger auserwählt hatte. Leider wird ihm dieser Mut nun zum Verhängnis. Als die Herzlosen über ihre Welt herfallen, kämpft er nicht gegen die Dunkelheit. Er nimmt sie an, weil er darin die Chance sieht, von dieser Welt zu fliehen. Das Schlüsselschwert, das eigentlich für ihn gedacht war, flieht vor der aufkeimenden Dunkelheit in seinem Herzen
und springt auf das stärkste Herz über, das gerade in der Nähe ist, nämlich zu Soras Herz. Damit wird Sora zum Träger des Schlüsselschwerts, während Riku in die Dunkelheit abdriftet. Sora kämpft verzweifelt mit seinem neuen Schlüsselschwert, kann die Attacken der Herzlosen aber nicht aufhalten. Kurz bevor die Welt den Bach untergeht, findet er Kairi. Da Kairi eine der sieben Prinzessinnen der Herzen ist, versucht ihr makellos helles Herz vor den Herzlosen zu fliehen. Als die Dunkelheit in die Welt strömt, verlässt ihr Herz freiwillig ihren Körper und sucht Zuflucht in Soras Körper. Da. Genau da. Das ist der Moment. Ab diesem Moment ist Kairis Körper eine leere Hülle im komatösen Zustand. Ventus lässt grüßen und in Soras Körper sind nun schon drei Herzen. Sein eigenes Herz, das Herz von Kairi und nach wie vor das Herz von Ventus. Sora, Riku und Kairi werden, als ihre Welt von den Herzlosen verschlungen wird, in den Kosmos geblasen und landen alle an unterschiedlichen Orten. Sora landet in der Welt Traverse Town und trifft dort nach einigem Hin und Her auf Donald und Goofy. Okay, why not? I'll go with you guys. Name's Goofy. I'm Sora. All for one, one for all. Damit haben Donald und Goofy ihre erste Mission erfüllt, nämlich den Träger des Schlüsselschwerts zu finden. Anschließend bereisen sie zusammen mit Sora viele verschiedene Disney-Welten und bekämpfen die Herzlosen. Dabei ist außerdem noch Jiminy Grille, die kleine Grille aus Pinocchio. Er ist der Chronist der Reise und schreibt alles, was Sora, Donald und Goofy erleben, in sein Tagebuch. Sora hofft auf der Reise, Riku und Kairi wiederzufinden, während Donald und Goofy hoffen, König Mickey wiederzufinden. Auf dieser Reise begegnen sie aber vor allem vielen Disney-Charakteren. Die Schurken der Disney-Welten haben sich unter der Führung von Malefiz zusammengeschlossen, um die sieben Prinzessinnen der Herzen zu entführen und zu versammeln. Malefiz tut dies, weil Xehanort ihr vor vielen Jahren den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass sie somit die Herrscherin über alle Welten werden könnte. Bei der Bekämpfung der Schurken helfen ihnen natürlich jede Menge Disney-Helden wie Peter Pan, Herkules oder Aladdin. Ich komme! Da war's gerade, Leute! Das ist die beste Aussage im gesamten Spiel. Ich komme! Und ich kann euch versprechen, Aladdin wird es noch öfter sagen. Ich komme! Ich komme! Zwischendurch treffen Sora und Riku sich bei einigen Gelegenheiten wieder, werden aber leider Stück für Stück zu Feinden. Malefiz beeinflusst Riku und redet ihm ein, dass Sora nicht mehr sein Freund sein will und so weiter und so fort. Sie hat ihn außerdem an den Eiern, weil sie Kairi gefunden hat und ihm sagt, dass er sie nur retten kann, wenn er bei Malefiz Plänen hilft. Und somit driftet sein Herz immer mehr in die Dunkelheit ab und er fängt an, diese zu benutzen. Der Konflikt zwischen Sora und Riku eskaliert, als Sora in der Welt Hollow Bastion ankommt. Hollow Bastion ist eigentlich die Welt Radiant Garden, die nach der Invasion der Herzlosen immer mehr in die Dunkelheit gefallen ist und jetzt ziemlich düster ausschaut und deswegen einfach Hollow Bastion genannt wird. Riku stiehlt Sora das Schlüsselschwert und Donald und Goofy entpuppen sich als die dreckigsten Arschgeigen und Heuchler, die es gibt und lassen Sora im Regen stehen, um mit Riku weiterzuziehen. Sorry, your part's over now. Here. Go play hero with this. Goofy, let's go. We have to remember our mission. Oh, well, I know the king told us to follow the key and all, but... Sora, sorry. Kurze Zeit später fängt Sora sich aber wieder, rennt ihn hinterher, hält eine Ansprache über Freundschaft und zeigt damit, dass er ein stärkeres Herz als Riku hat. Und das Schlüsselschwert kehrt zurück zu ihm. Er kämpft gegen ihn und besiegt Riku, der die Dunkelheit immer mehr benutzt und dadurch anfängt, dieselben Klamotten zu tragen wie Vanitas. Ja, das muss so eine Art Dunkelheitsuniform sein. Keine Ahnung. Zauberei. Verwirrt, warum das Schlüsselschwert nicht bei ihm geblieben ist, trifft Riku anschließend auf Xehanorts Herzlosen, den Typen in der braunen Kutte.
Er hat Rico die ganze Zeit beobachtet und weiß, dass nun seine Chance ist, sich den nächsten Körper zu krallen. Und genauso, wie er vor vielen Jahren Terras Körper gestohlen hat, zieht er nun dasselbe mit Rico durch. Malefiz wird ebenfalls von Sora und Co. besiegt und sie schaffen es zu den entführten Prinzessinnen der Herzen. Rico Nord, wir nennen ihn jetzt so, weil Xehanort ab diesem Moment in ihm drin ist, kämpft erneut gegen Sora und nach ungefähr 5 in die Ecke gepfefferten Controllern, weil der Bosskampf so bekackt schwer ist, schafft Sora es dann, Rico Nord zu besiegen. Während dieses Kampfes hat Rico Nord aber Sora erklärt, warum Kairi nicht aufwachen kann. Ihr Herz hat, wie wir wissen, ihren Körper verlassen und ist in Soras Körper geflogen. Um Kairi aufzuwecken, muss ihr Herz aus Soras Körper befreit werden. Und wie schafft Sora das? Mit Selbstmord! Ja, das ist immer noch ein Disney-Spiel mit einer kinderfreundlichen Disney-Story. Sora benutzt ein schwarzes Schlüsselschwert, welches Rico Nord aus den Herzen der Prinzessinnen gefertigt hat. Weil... Zauberei. Dieses kann die Dunkelheit in einem Herzen sofort freilassen, was dazu führt, dass man zu einem Herzlosen wird. Und Achtung, das wird wieder wichtig! Nachdem Sora also Selbstmord begeht, wird die Dunkelheit in seinem Herzen freigelassen. Sein Herz springt gemeinsam mit Kairis Herz aus seinem Körper und Kairis Herz fliegt zurück in ihren eigenen. Sora wird daraufhin kurze Zeit später ein kleiner Herzloser, da in seinem Herzen nicht viel Dunkelheit war. Was passiert aber nochmal mit dem Körper, wenn man sein Herz verliert? Dieser wird zu einem Niemand, zu diesen untoten Dingern, die nichts mehr fühlen. Das ist der Moment, wo an einem anderen Ort Roxas entsteht. Roxas ist Zoras Niemand. Und Roxas sollte euch bekannt vorkommen, denn er sieht genauso aus wie Ventus. Roxas sieht aus wie Ventus, weil seit vielen Jahren in Zoras Körper ja auch noch das Herz von Ventus drinnen steckt. Roxas ist also der Niemand von Sora, welcher aber eigentlich ein Herz hat, obwohl er gar keins haben sollte. Warum jetzt nur Ventus' Herz in Zoras Körper geblieben ist und nicht auch Kairis? Keine Ahnung. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass Ventus' Herz schon viel länger in Zoras Körper war als das von Kairi. Es entsteht aber noch ein zweiter Niemand namens Namine. Namine ist quasi der Niemand von Kairi, der aber Soras Körper und Dunkelheit als Grundlage genutzt hat. Als Prinzessin der Herzen hat Kairi keine Dunkelheit in ihrem Herzen, was auch der Grund dafür ist, dass ihr Körper komatös rumgelegen hat und nicht selbst zu einem Niemand geworden ist. Es braucht die Dunkelheit, die auf natürliche Weise in Soras Herzen zu finden war, damit Namine entstehen konnte. Die beiden Charaktere spielen später erst eine Rolle, aber es ist wichtig zu verstehen, wie sie entstanden sind. Jedenfalls verschwindet Sora vor Kairis Augen und sie wird von Herzlosen eingekreist. Xehanorts Herzloser hat nun mit Rico seine finale neue Gestalt angenommen und will Kairi attackieren. Aber da wehrt sich Rico wieder gegen ihn. Es war dieser Moment, in dem Rico verstand, dass er so richtig verkackt hatte. Er hält Xehanort auf und Kairi, Donald und Goofy können fliehen. Als kleiner Herzloser läuft Sora ihm aber hinterher. Er behält sein Bewusstsein, obwohl er ein Herzloser geworden ist. Wahrscheinlich, weil er freiwillig einer geworden ist. Kairi entdeckt ihn und spürt, dass es Sora ist, weil... Zauberei und Liebe! Mit dem Licht aus ihrem makellosen Prinzessinnenherzen erschafft sie ihm einen neuen Körper aus Licht. Sora ist ab diesem Zeitpunkt aber quasi nur noch ein herumschwebendes Herz. Anschließend schaffen sie es zu fliehen und es wird Zeit gegen den finalen Kampf gegen Rico Nord bzw. Ansem. Währenddessen ist Mickey die ganze Zeit im Reich der Dunkelheit und beobachtet die Geschehnisse. Er hat die ganze Zeit im Hintergrund Informationen gesammelt und nach einer Lösung gesucht, um Xehanorts Herzlosen aufhalten zu können. Dieses künstliche Kingdom Hearts, was er erschafft, entsteht dadurch, dass die Herzlosen so viele Welten in die Dunkelheit gestürzt haben. Die Herzen der ganzen Welten versammeln sich in der Dunkelheit an einem Ort und fügen sich zusammen zu einem künstlichen Kingdom Hearts. Mickey weiß mittlerweile, dass man dieses künstliche Kingdom Hearts von beiden Seiten, dem Reich des Lichts und dem Reich der Dunkelheit, verschließen muss.
Er sucht also nach einem Schlüsselschwert aus dem Reich der Dunkelheit und trifft dabei endlich Aqua wieder. Die arme Aqua ist seit gut 10 Jahren im Reich der Dunkelheit und kämpft dort gegen die Herzlosen. Damit hat sie das schlimmste Schicksal ihrer Freunde getroffen, wenn ihr mich fragt. Gemeinsam kämpfen Aqua und Mickey sich durch die Dunkelheit auf der Suche nach einem Schlüsselschwert aus dem Reich der Dunkelheit. Als Riku im Reich der Dunkelheit ankommt, weil Xehanort sein Herz in die Dunkelheit schickt, damit er ihm nicht mehr dazwischenfunken kann, führt Mickey Riku zu Kingdom Hearts, damit er auch dabei helfen kann, die Tür zu verschließen. Sie finden das Schlüsselschwert, nach dem Mickey sucht, auf Destiny Island. Es ist das Gegenstück zu Soras Schlüsselschwert, welches sich dort befindet, weil das Schlüsselschwert von Sora sich dort im Reich des Lichts das erste Mal materialisiert hat. Apropos Destiny Island, Sora kämpft dort ein letztes Mal gegen den Herzlosen von Xehanort. Sora, Donald und Goofy besiegen ihn. In einer verzweifelten Tat will sich Xehanorts Herzloser die Dunkelheit aus seinem künstlichen Kingdom Hearts zunutze machen. Kingdom Hearts! Fill me with the power of darkness! Supreme Darkness! You're wrong! I know now, without a doubt, Kingdom Hearts is light! Light! Der ignorante Sack denkt dabei aber nur an die Dunkelheit in jedem Herzen, vergisst aber, dass es in jedem Herzen auch Licht gibt. Als er versucht, auf die Dunkelheit in seinem Kingdom Hearts zuzugreifen, ist es das immense Licht aus diesem, das ihn endgültig den Garaus macht. Riku kann nun aber leider nicht mehr zurück in die Welt des Lichts, weil er die Dunkelheit mehrfach dem Licht vorgezogen hat. Er bleibt also zurück und verschließt die Tür gemeinsam mit Mickey. I can't. Don't give up. Come on, Sora. Together we can do it. Okay. Ohne dass Sora und Riku es wissen, kümmert sich Aqua derweil um einen Angriff von einer Masse an Herzlosen, damit die drei die Tür ungehindert verschließen können. Die Tür wird verschlossen und Riku, Mickey und Aqua bleiben im Reich der Dunkelheit zurück. Sora könnte nun zurück zu Kairi auf die Insel, entscheidet sich aber dagegen, da er noch immer Riku und Mickey retten möchte.
und so bleibt Kari allein auf ihrer Insel zurück, ohne das Wissen, ob ihre Freunde jemals zu ihr zurückkehren. Aber hey, es gibt noch eine gute Nachricht. Dadurch, dass das künstliche Kingdom Hearts verschlossen wurde, werden auch die Herzen der Welten wieder aus der Dunkelheit befreit und alle Welten entstehen wieder neu. Na, kocht euer Gehirn schon? Wichtig ist eigentlich nur zu wissen, dass Sora, Riku und Kairi gemeinsam irgendwie das Universum retten, ohne eigentlich zu wissen, dass sie ja nur die Trittbrettfahrer von Terra, Aqua und Ventus sind. Naja, jetzt haben wir ungefähr die Hälfte und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es ab jetzt leichter wird. Nein, wird es nicht. Aber keine Sorge, ich bin bei euch und gemeinsam schaffen wir das. Während Sora gegen Xehanorts Herzlosen kämpft und ihn besiegt hat, wurde wie vorhin gesagt sein Niemand Roxas geboren. Xemnas, der Niemand von Terranort, sucht nach wie vor nach geeigneten Gefäßen für das Herz von Xehanort. Sein Ziel ist es, wie gesagt, 13 Versionen von sich zu kreieren. Bei seiner Suche findet er Soras Niemand in der Welt Twilight Town und gibt ihm seinen Namen, Roxas. Damit hat er übrigens sich mit eingeschlossen 13 Niemande gefunden, die sich vielleicht als geeignete Gefäße nutzen lassen. Roxas hat im Gegenzug zu allen anderen Niemanden der Organisation 13 keine Erinnerungen daran, wer er vorher war. Das liegt daran, dass Sora als Herz mit Lichtkörper noch in der Gegend herumrennt und seine Erinnerungen bei sich behalten hat. Eine Situation, die außer Roxas kein anderer Niemand ausgesetzt ist. Roxas ist also der Einzige, der nicht weiß, dass er Soras Niemand ist. Er ist aber sehr wertvoll für die Organisation 13, da er ein Niemand ist, der ein Schlüsselschwert benutzen kann. Xemnas hat die Fähigkeit verloren, sein eigenes zu nutzen, da er sein Herz freiwillig der Dunkelheit überlassen hat und zum Niemand wurde. Denkt dran, dasselbe Problem hatte Riku. Er braucht aber jemanden, der ein Schlüsselschwert benutzen kann, da sonst sein zweiter Backup-Plan nicht funktioniert. Für den Moment ist dieser nicht wichtig, es sei aber wieder gesagt, dass sich Xehanort, wie vorher auch, alle Optionen offen hält. Roxas wird also Mitglied der Organisation 13 und muss ab diesem Zeitpunkt für die Organisation Herzlose mit dem Schlüsselschwert in verschiedenen Welten besiegen. Ein paar Tage später kommen Sora, Donald und Goofy auf der Suche nach Mickey und Riku am Schloss des Entfallens an. Denkt dran, das ist eigentlich die Welt Land des Aufbruchs, in der Aqua vor vielen Jahren den schlafenden Körper von Ventus versteckt hat. Die Organisation 13 bzw. Xemnas hat Sora auf dem Kika, seit er die Pläne von Xehanorts Herzlosen vereitelt und ihn besiegt hat. Sie haben deswegen einige ihrer Mitglieder in das Schloss des Entfallens geschickt, um Sora dort eine Falle zu stellen. Sie machen sich die Eigenschaft des magischen Sicherheitssystems des Schlosses zunutze und kombinieren es mit Namine. Da Namine unter den Niemanden nochmal die Sonderlocke der Sonderlocke ist, hat sie die Fähigkeit, die Erinnerungen von Sora zu manipulieren. Sora betritt das Schloss und es beginnt eine Art Schmierentheater. Je tiefer er in das Schloss geht, desto mehr beginnt er zu vergessen. Das bewirkt halt das Sicherheitssystem des Schlosses. Die Organisation zwingt jetzt aber Namine gleichzeitig dazu, ihre speziellen Kräfte zu benutzen, um Soras Erinnerung zu verändern. Sie manipuliert seine Erinnerung so, dass er denkt, dass er ursprünglich mit Riku und Namine in seiner Heimat aufgewachsen ist und nicht mit Kairi. Das soll Sora den Anreiz geben, noch weiter in das Schloss zu rennen, um noch mehr zu vergessen, damit die Organisation ihn dann wie eine Marionette steuern kann. Die Mitglieder, die sich Sora in den Weg stellen, sind unter anderem Laxen, Vexen, Axel und Maluxia. Erinnert ihr euch noch an die Pusteblumen vom Schlüsselschwertkrieg? Da gab es jemanden, der Lorium hieß und Maluxia stark ähnelt. Es ist wahrscheinlich, dass Maluxia der Niemand dieses Charakters ist und irgendwie hunderte von Jahren später nun wieder auftaucht. Keine Ahnung, wie das möglich ist, hoffen wir, dass das in Kingdom Hearts 3 erklärt wird. Jedenfalls rennt Sora immer tiefer in das Schloss und kämpft gegen die Organisation.
Kurze Zeit später findet Rico ebenfalls seinen Weg ins Schloss. Er wurde von einem Typen mit Ledergürtelfetisch namens Dis ins Schloss geholt. Ey Alter, ohne Scheiß, wer zieht sich denn so an? Das ist doch nicht alltagstauglich. Ich will gar nicht wissen, für was das alltagstauglich ist. Dis ist in Wirklichkeit der echte Anze, der Forscher aus Radiant Garden, bei dem Terranort Schüler wurde. Nachdem seine Schüler ihn verraten und seine Stadt mit in die Dunkelheit getaucht haben, sinnt er nach Rache und möchte die Organisation 13 zerschlagen. Getreu dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, hilft er Rico dabei, sich im Schloss zurechtzufinden. Während Sora die Stockwerke des Schlosses hinaufsteigt, geht Rico in den Keller und hat dort mit jeweils anderen Mitgliedern der Organisation 13 zu kämpfen. Obwohl Sora und Rico gleichzeitig im Schloss sind, trifft Sora nicht den echten Rico im Schloss. Der Rico, den er trifft, ist eine lebende Puppe, so eine Art Klon von ihm. Ein Replika, wenn ihr so wollt, welches die Organisation erschaffen hat. Sora liefert sich einige Kämpfe mit ihm, bis dem Replika-Rico die Wahrheit seiner Herkunft offenbart wird. Er durchdreht und den echten Rico sucht. Unter den Mitgliedern der Organisation 13 gibt es bei diesem ganzen Hin und Her auch noch einen Putschversuch, bei dem Maluxia der Rädelsführer ist. Er meint, dass er ein coolerer Dude ist als Xemnas und möchte der neue Anführer der Organisation werden. Nur schade, dass Axel insgeheim schon damit gerechnet hat und Maluxia und die anderen anscheißt. Also wird Axel als Doppelagent innerhalb der Organisation damit beauftragt, die Verräter auszulöschen. Und Tipp von mir, merkt euch Axel. Der Kerl wird später auch noch sehr wichtig. Für den Moment verschwindet er aber aus dem Schloss in dem Wissen, dass Sora den Verräter Maluxia umklatschen würde. Genau das tut Sora in einem epischen Kampf, nur um anschließend von Namine erzählt zu bekommen, dass seine Erinnerungen nicht echt sind. Namine entschuldigt sich bei Sora und bietet ihm an, seine ursprünglichen Erinnerungen wiederherzustellen. Das hat aber zwei Haken. Zum einen wird das dazu führen, dass er alles, was im Schloss passiert ist, vergessen wird. Und zweitens wird dieser Vorgang ein ganzes Jahr dauern. Sora entscheidet sich dafür, seine Erinnerungen zurückzubekommen und legt sich ein Jahr in einer Kapsel pennen. Rico kämpft währenddessen weiter gegen die Organisation im Keller und begegnet seinem Replika, seinem Klon. Diese Begegnungen zeigen Rico einen Spiegel seiner selbst und was die Dunkelheit aus ihm gemacht hat. Er schämt sich seit dem Ende der vorherigen Reise sowieso schon für den Mist, den er verbockt hat, und nun befindet er sich auf so einer Art spirituellen Reise, um zu sich selbst zurückzufinden und sich von der Dunkelheit loszusagen. Stell dich das vor wie einen Drogensüchtigen, der einen Entzug macht, clean wird und sein Leben wieder in den Griff bekommt. Als Suchtberater von Licht und Dunkelheit begleitet ihn auf seiner Reise König Mickey, einfach weil er ein netter Typ ist und sein bester neuer Homie in Spe wird. Alter, es klingt einfach so verdammt lächerlich, wenn ich das so sage, aber Alter, es ist nun mal genau so. Nachdem er auf seinem von Schlägereien übersäten, astreinen Abstinenzweg seinen Klon und die anderen Mitglieder der Organisation umnietet, muss er sich als Endgegner dem Typen stellen, der ihn zuletzt richtig an den Eiern hatte. Anzen bzw. Xehanorts Herzloser. Ja, der Typ ist nicht tot zu kriegen. Werdet ihr noch sehen. Die beiden kämpfen um die Herrschaft über Rikus Herz, aber natürlich gewinnt Riku. Elsum! This is the end. Someday, I will return! Anschließend trifft er wieder auf Dis, seinem nächsten Drogenberater, der sich wie gesagt mit ihm verbünden möchte, um die Organisation 13 zu zerschlagen. Rico wählt weder den Weg des Lichts noch der Dunkelheit, sondern den Weg zur Morgendämmerung. Es ist eine symbolische Geste, die verdeutlicht, dass Rico die Dunkelheit als Teil von sich akzeptiert und er weiß, dass diese in Maßen nicht schadet. Man muss sich selbst eben nur beherrschen. Elikushan, du musst Anweisungen folgen. Dir fehlt die Behelschung. Nö, ich habe schon Behelschung. Minasan, ihr alle braucht mehr Behelschung. Denn wahre Behelschung kommt vom Inneren eines Menschen.
Um die Organisation 13 zu besiegen, wäre Sora aber ebenfalls sehr nützlich und so tun sich Diz, Riku, Mickey und Namine zusammen, um gegen die Organisation zu kämpfen und Sora in dem kommenden Jahr, das er nun schlafen muss, zu beschützen. Diz gibt Mickey und Riku außerdem so schnittige Mäntel, wie die Organisation sie auch trägt, um inkognito reisen zu können. So, kurzer Break. Was ist jetzt das Wichtigste, was ihr euch hier merken müsst? Die waren in dem Schloss, haben die Organisation 13 getroffen, haben ein bisschen gegen die gekämpft. Riku hat angefangen, sich von der Dunkelheit zu lösen und Sora muss jetzt ein Jahr lang pennen, weil seine Erinnerungen am Arsch sind. Damit können wir noch ein Spiel von der Liste streichen und wir kommen nun zu den Ereignissen des Spiels, das die Nummerierung der Kingdom Hearts Reihe völlig ab Absurdum führt. 358 over 2 days. Roxas hat in seiner bisherigen Zeit bei der Organisation 13 nichts großartig anderes gemacht, als allein oder mit einem Mitglied der Organisation in verschiedenen Disney-Welten Herzlose zu besiegen. Er wird von Xemnas ausschließlich auf diese Mission geschickt, da er mit ihm einen weiteren Backup-Plan verfolgt. Der wahre Grund für die Organisation 13 ist, wie wir bereits wissen, die Möglichkeit, 13 verschiedene Gefäße für Xehanort zu sammeln. Das wissen die meisten anderen Organisationsmitglieder aber nicht. Die meisten denken, dass sie gemeinsam versuchen, ihre Herzen zurückzubekommen, um vom Niemand wieder zu einem Jemand, also zu einem normalen Menschen zu werden. Für diesen Zweck wollen sie ein weiteres künstliches bzw. erzwungenes Kingdom Hearts erschaffen bzw. beschwören. Xehanorts Herzlose hat die Herzen der Welten an einem Ort versammelt, um ein Kingdom Hearts zu erschaffen. Xemnas und die Organisation versuchen nun all die Herzen der Menschen zu sammeln, die von den Herzlosen verschlungen wurden, um aus den gesamten Herzen der Menschen ein Kingdom Hearts zu erschaffen. Xemnas will dieses wiederum natürlich wieder in seinem Schlüsselschwertkrieg-Plan benutzen, während die anderen Mitglieder denken, dass sie von Kingdom Hearts ihre Herzen zurückbekommen könnten. Um die Herzen sammeln zu können, brauchen sie aber einen Schlüsselschwertträger. Nur Herzlose, die von einem Schlüsselschwert niedergestreckt werden, lassen das Herz, das sie geraubt haben bzw. aus denen sie entstanden sind, wieder frei. Zerstört man einen Herzlosen mit einer normalen Waffe, dann taucht er einige Zeit später einfach woanders wieder auf. Hier kommt jetzt Roxas ins Spiel. Da er Soras Schlüsselschwert benutzen kann, ist er perfekt dafür geeignet, der Organisation jede Menge Herzen zu besorgen. Während seiner Mission für die Organisation 13 freundet er sich langsam mit Axel an und dem 14. Mitglied der Organisation, Shion. Shion ist ein weiteres Experiment von der Organisation 13, welches einen weiteren Backup-Plan darstellt, falls Roxas und Sora sich als unbrauchbar herausstellen. Sie ist kein Niemand, sondern ähnlich wie der Replika Riku, eine Art biologische Puppe bzw. ein Replika von Roxas. Sie ist aber unvollständig, was sich darin äußert, dass sie keine Persönlichkeit hat. Sie ist auf die Erinnerungen von Sora und Roxas angewiesen, wodurch sie erst eine Persönlichkeit entwickelt. Die stärksten Erinnerungen, die Sora hat, sind die an Kairi, weswegen Shion ihr vom Aussehen her stark ähnelt. Sie entzieht Sora und Roxas ihre Kräfte und Erinnerungen, ohne es selbst zu bemerken, was dazu führt, dass mal Roxas und mal Shion in dem Schwächeanfall ohnmächtig werden. Am schlimmsten trifft es aber Sora in seiner Schlafkapsel. Dadurch, dass Shion ihm die Erinnerungen raubt, kann Namine Soras Erinnerungen nicht weiter vervollständigen und Sora kann nicht mehr aufwachen. Natürlich liegt es in Rikus Interesse, die Erinnerungen von Shion zurückzuholen, um Sora retten zu können. Als Shion insgeheim die geheimen Dokumente der Organisation liest und von ihrer Herkunft erfährt, verlässt bzw. flieht sich vor der Organisation und macht eine Lebens- oder Identitätskrise durch. Sie wird von Riku gefunden und er erklärt ihr den Zusammenhang zwischen ihr und Sora. Warum trägt Riku eine Augenbinde? Ist er blind geworden? Hat der Gürtelschnallentyp Dinge mit ihm gemacht und er ist blind geworden? Nee. Oder dachten sie einfach nur, dass diese bescheuerte Augenklappe verdammt cool und gothmäßig aussieht? Ja, die offizielle Erklärung ist, dass Riku es nicht schafft, Xehanorts Kraft wirklich zu unterdrücken, beziehungsweise er im Kampf trotzdem noch manchmal darauf zurückgreift. Das führt dann dazu, dass er unfreiwillig wieder die Gestalt von Xehanorts Herzlosen annimmt, wofür er sich ziemlich schämt. Nach dem Motto, wenn ich mich nicht sehe, dann kannst du mich auch nicht sehen, bindet er sich mit der Macht von Emo-Anime-Stilmitteln die Augenbinde um, kann er auch wieder seine normale Gestalt annehmen.
Und ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, aber auch das wird später wichtig! Irgendwann während dieser Zeit verlagern Diss und Namini ihr Versteck vom Schloss des Entfallens nach Twilight Town. Dort angekommen versteckt Diss seine wahren Forschungsergebnisse betreffend dem Herz und den Eigenschaften von Licht und Dunkelheit im Herzen von Sora. Es könnte ja irgendwann noch einmal nützlich sein. Jedenfalls sind Axel und Roxas, Shions einzige Freunde, nicht damit einverstanden bzw. verstehen nicht, warum Shion die Organisation verlässt. Sie wollen schlichtweg weiterhin mit ihr befreundet sein und auf dem Glockenturm gemeinsam Eis essen, was sie sehr häufig gemeinsam getan haben. Besonders Axel trifft Shions Flucht hart, da er in der Vergangenheit immer damit betreut wurde, die Verräter auszulöschen, ebenso wie im Schloss des Entfallens. Er steht also noch zusätzlich unter dem Druck, dass wenn Shion nicht zurückkehrt oder er sie zurückbringt, er damit beauftragt werden wird, Shion zu töten. Die Ereignisse überschlagen sich mehrmals und Roxas und Axel liefern sich mit Shion und der Organisation eine Katz-und-Maus-Jagd durch mehrere Disney-Welten. Anschließend fasst Shion den Entschluss, ihr Dasein aufzugeben und sich wieder mit Sora zu vereinigen. Wohlwissend, dass dies ihren Tod gleichkommt und als wäre das nicht genug, sie auch noch von allen vergessen werden wird. Da sie aus Erinnerungen von Sora gemacht ist und dieser bei der Anordnung seiner Erinnerungen die Erlebnisse im Schloss des Entfallens vergessen wird, werden im Umkehrschluss auch alle anderen Charaktere vergessen, dass es Shion jemals gab. Bitte hinterfragt es nicht, es ist wieder einmal Disney-Zauberei. Nachdem Roxas ebenfalls von Shions Herkunft erfährt und auch von dem Fakt, dass Axel dies schon deutlich länger wusste als er, beginnt er, ihre Freundschaft anzuzweifeln und verfällt ähnlich wie Shion in eine Identitätskrise. Bitte bedenkt an dieser Stelle, dass quasi alle außer ihm wissen, dass er Soras Niemand ist und er selbst keinerlei Ahnung davon hat oder warum er das Schlüsselschwert benutzen kann. Und so kommt es, wie es kommen muss, und auch Roxas verlässt die Organisation. Your mind's made up? Why did the Keyblade choose me? I have to know. You can't turn on the organization. You get on their bad side and they'll destroy you. No one would miss me. That's not true. I would. I've decided that I have to go back to where I belong. Well, to be honest, I always felt that was best right from the very beginning. But you know, it still really bugs me. Something about this just stinks. It's for the good of everyone. But how do you know that? Everybody thinks they're right. This is right. They're gonna destroy you! Please don't hold back, Axel. Promise. What's your problem? You both think you can do whatever you want. Well, I'm sick of it. Go on, you just keep running. But I'll always be there to bring you back. Er und Shion treffen sich kurze Zeit später ein letztes Mal in Twilight Town. Zu diesem Zeitpunkt hat Shion so viele Erinnerungen von Sora absorbiert, dass sie selbst für Roxas anfängt auszusehen wie Sora. Sie greift Roxas an mit dem Wunsch, dass er sie tötet. Als Shion schließlich stirbt, vergessen alle, dass es sie jemals gegeben hat und alle Erinnerungen kehren zu Sora zurück. Dieses Erlebnis löst so eine starke emotionale Reaktion bei Roxas hervor, dass er seine Fähigkeit erweckt, zwei Schlüsselschwerter zu führen. Er kann ab diesem Moment sowohl auf das Schlüsselschwert von Sora und auch von Ventus zugreifen, wessen Herz immer noch in ihm ist und weswegen er ja auch aussieht wie Ventus. You are both my best friends. Never forget. That's the truth. No! Shion!
Who else will I have ice cream with? Leider reicht die Vernichtung von Shion aber nicht aus, um Sora wieder aufwecken zu können. Damit Sora wieder aufwachen kann, braucht er seine gesamte Kraft, die nun in Roxas steckt. Riku muss also Roxas zu Sora bringen und die beiden müssen wieder eins werden, damit Sora aufwachen kann. Was dann folgt, ist eine der, wie ich finde, coolsten Szenen in ganz Kingdom Hearts. Roxas ist Riku aber tatsächlich überlegen und so sieht er keine andere Wahl, als die volle Macht der Dunkelheit von Xehanorts Herzlosen, die in ihm schlummert, freizusetzen. Mit dieser Macht kann er Roxas besiegen und er bringt ihn zu Dis und Nan. Diese Aktion stellt für Riku aber ein Opfer dar. Weil er nachgegeben hat und die Dunkelheit wieder aus allen seinen Poren hat triefen lassen, verändert sich sein Körper nun dauerhaft und er sieht nun immer so aus wie Xehanorts Herzlosen. Und das findet er gar nicht cool. Jetzt, wo Shion vernichtet ist, kann Namine die Erinnerungen von Sora wieder zusammensetzen. Dafür braucht sie aber noch ungefähr 7 Tage Zeit. Rike und Dis müssen aber nun verhindern, dass Roxas von der Organisation in dieser Zeit aufgespürt wird. Was machen sie also, um Roxas zu verstecken? Nein, wirklich. Falls ihr die Story von Kingdom Hearts 2 noch nicht kennt, dann macht auf Grundlage von dem, was ihr bisher gehört habt, mal bitte einen ernst gemeinten Vorschlag, was sich Square Enix als nächsten Schritt dieser verworrenen Story ausdenken könnte. Ich warte. Eure Antwort wird nie im Leben so abstrus sein, wie die Antwort, zu der Square Enix gekommen ist. Sie stecken Roxas in die Matrix. Lächerlich, ne? Man könnte meinen, ich denke mir diese kranke Scheiße einfach nur aus und mache hier improvisierte Stand-Up-Comedy. Aber nein, Alter, das ist tatsächlich so, wie diese Story weitergeht. Es ist einfach so krass lächerlich. Und ich liebe es! Dis, ab diesem Moment von mir auch liebevoll Hackerman genannt, scannt Roxas ein und transferiert ihn in eine exakte digitale Kopie vom echten Twilight Town, um ihn vor der Organisation 13 zu verstecken.
Und weil Charaktere, die wie Ventus aussehen, wohl einfach immer Probleme mit ihrem Gehirn haben müssen, hat Roxas mal wieder Amnesie und kann sich nicht daran erinnern, wer er ist oder dass er Teil der Organisation 13 war. Er denkt, er ist einfach Roxas, ein Jugendlicher aus der Stadt Twilight Town, der mit seinen Schulfreunden Heiner, Pence und Olette die Sommerferien genießt. Obwohl sie nur aus Daten bestehen, sind seine Schulfreunde ziemlich lebensecht und Roxas findet in ihnen wirkliche Freunde. Die Idylle hält aber leider nicht lange an, als Axel auftaucht, um Roxas zurückzuholen. Er hat noch die Hoffnung, dass Roxas sich erinnert und einlenkt, sodass er ihn nicht eliminieren muss, aber leider braucht Roxas zu lang. Namine hat Mitleid mit Roxas und erzählt ihm in kryptischen Äußerungen, dass er ein Niemand ist. Langsam kommen die Erinnerungen bei Roxas wieder und da wären wir wieder bei der Existenzkrise. Die nimmt Roxas so gar nicht gut auf. Axel spürt ihn anschließend ein letztes Mal auf und nun erinnert sich Roxas tatsächlich an ihn. Er weiß aber, dass sein alter Freund ihn nicht gehen lassen wird. Also kämpfen sie und Roxas gewinnt. You really do remember me this time. I'm so flattered! But you're too late! Er und Sora werden wieder verschmelzen und er wird sein Ich aufgeben müssen. Der arme Kerl, der ein Jahr lang die Drecksarbeit für die Organisation 13 machen durfte und jetzt gerade mal ein paar Tage Ferien hatte, bekommt von allen möglichen Leuten gesagt, dass seine Existenz nicht gewünscht ist und dass sein einziger Zweck darin besteht, in einem anderen Kerl namens Sora aufzugehen und zu verschwinden. Das ist echt hart. Okay, rollen wir das Ganze nochmal ein bisschen auf. Axel und Shion werden Freunde, sind in einer verdammt verkackten Welt, wo sie einfach nur nonstop gezwungen werden, für die Organisation zu kämpfen und schlechte Dinge zu machen, mehr oder weniger. Und Shion haut ab, weil sie irgendwie ein krankes Experiment ist. Als Roxas bemerkt, dass er auch nur ein krasses Experiment ist, so halbwegs, oder eine Missgeburt, verschwindet er auch. Axel verliert seine Freunde, ist am Verzweifeln. Und der arme Roxas, der in seinem gesamten Leben nur Scheiße erlebt hat, bekommt am Ende vom Hackerman gesagt, dass er eigentlich kein Anrecht auf irgendeine Existenz hat und er sein Leben jetzt aufgeben muss, damit ein anderer weiterleben kann. Genau ein Jahr nachdem Sora sich pennen gelegt hat und wenige Momente nachdem Roxas und er wieder eins geworden sind, wachen er, Donald und Goofy aus ihren Kapseln in Twilight Town auf. Wie vorausgesagt, haben sie alles, was im Schloss des Entfallens geschehen ist, vergessen. Den einzigen Hinweis, den sie finden, ist in Jiminys Tagebuch und zeigt den Satz Namine danken. An der frischen Luft von Twilight Town treffen sie auf König Mickey, der tatsächlich glaubt, dass seine Verkleidung als Mitglied der Organisation 13 tatsächlich ein ernstzunehmendes Täuschungsmanöver ist. Ich meine, seht ihn euch an. Seine verdammten Ohren. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Er sagt ihnen jedenfalls, dass sie so schnell wie möglich aus der Stadt verschwinden sollen. Sie treffen dabei auf die echten Heiner, Pence und Olette und Roxas in ihm vergießt eine stille Träne. Danach geht's zu Yensid, dem Schlüsselschwertmeister von Mickey, und Sora bekommt schnittige neue Klamotten. Diese erlauben ihm noch mehr magische Kraft zu entfalten, was dazu führt, dass er nun genauso wie Roxas das zweite Schlüsselschwert von Ventus nutzen kann. Er erklärt ihnen, dass die Organisation 13 ihren Machenschaften den Frieden in den Welten bedroht und so begeben sich Sora, Donald und Goofy erneut auf eine Reise durch die vielen verschiedenen Disney-Welten. Ach ja, und Malefiz ist wieder am Start. Because of reasons. Zusammen mit Kater Carlo macht sie stümperhafte Versuche, die Welten zu erobern. Das wird aber erst später wieder wichtig. Auf ihrer Reise kommen sie auch wieder in Holobestien vorbei, welches nun wieder so langsam von seinen ursprünglichen Bewohnern aufgebaut wird und sich jetzt wieder Radiant Garden nennt.
Dort entdecken sie das Labor von Anson dem Weisen, als auch dem Rechner, den Terranaut benutzt hat, als er noch ein Schüler von Anson war. Dann taucht mal wieder die bestverkleidetste Maus des Universums auf und offenbart Sora, Donald und Goofy das, was ich euch schon vor zig Minuten erklärt habe. Anson aus ihrem vorherigen Abenteuer war gar nicht Anson, sondern Xehanort Herzloser, der sich nur Anson genannt hat. Der Anführer der Organisation 13 ist Xemnas und sie müssen ihn aufhalten, weil er ein weiteres Kingdom Hearts erschaffen will, was für alle schlecht ausgehen würde. Ein Schocker, ich weiß. What? Das Lustige ist, die Charaktere in der Story verstehen nicht mal ansatzweise, in was für einer verwirrenden Scheiße die stecken. Anschließend kommt es zu einem krassen Kampf, bei dem Sora im Alleingang 1000 Herzlose besiegt und Xemnas als Klischee-Bösewicht, der er nur einmal ist, anschließend seinen Plan verrät. Auf ihrer weiteren Reise wird ihnen hin und wieder von Rico geholfen, welcher sich ihnen aber nicht als solcher zeigt, weil er sich immer noch für sein Erscheinungsbild schämt, das seit dem letzten Kampf mit Roxas nun für immer so bleibt. In der Zwischenzeit möchte Axel noch immer seinen Freund Roxas wiederhaben und entführt deswegen Kairi. Wie auch immer diese Aktion Roxas aus Soras Körper zurückbringen soll. Keine Ahnung. Kairi kann aber entkommen und trifft in der Welt der Organisation 13 auf Namine. Riku führt sie währenddessen zurück nach Twilight Town und zeigt ihnen die Matrix von Hackerman. Sie finden dort ein Portal, durch das sie in die Welt der Organisation 13 gelangen können, werden aber kurz vor dem Eingang von einer großen Menge Niemande angegriffen. Axel, der seine Taten mittlerweile bereut, kommt ihnen zu Hilfe und opfert sich für Sora, weil er ihn so sehr an seinen Freund Roxas erinnert. You're fading away. Well, that's what happens when you put your whole being into an attack. You know what I mean? Not that nobody's actually have beings, right? Anyway, I digress. Go. Find Kairi. Oh. Almost forgot. Sorry for what I did to her. When we find her, you can tell her that yourself. Think I'll pass. My heart just wouldn't be in it, you know? Haven't got one. Axel, what were you trying to do? I wanted to see Roxas. He was the only one I liked. He made me feel like I had a heart. It's kind of funny. You make me feel the same. In der Welt, die niemals war, angekommen, wird Sora irgendwie in sein eigenes Herz teleportiert, wo er einen Kampf gegen Roxas austrägt. Weil Zauberei! Hab gehört, einige Leute fanden diesen Bosskampf schwer. Ist ja lächerlich. That's why. Ha!
What? You make a good other. You make a good other. Are you okay? What just happened? Danach betreten Sora und Co. endlich das Schloss und kämpfen gegen die verbleibenden Mitglieder der Organisation 13. Xigbar lässt es sich übrigens nicht nehmen, Sora zu verspotten und eine wirklich sneakige Referenz zu Aqua Terra und Ven fallen zu lassen. I guess that must be why the Keyblade chose you. But man, did it pick a dud this time. You don't look like you're half the hero the others were. Are you done rambling? Kairi kann hier übrigens ein Schlüsselschwert benutzen, weil sie das von Aqua vor vielen Jahren einmal kurz als Kind berührt hat. Jupp, jeder verdammte kleine Moment in Kingdom Hearts kann wichtig sein. Das ist der Grund, warum ich nachts nicht schlafen kann. Sora und Kairi haben anschließend ihr erstes Wiedersehen nach über einem Jahr. Yay! You are different, Kairi, but I'm just glad you're here. You and Riku never came home, so I came looking for you. I'm sorry. This is real. In der nächsten Szene wird Soras sexuelle Orientierung deutlich in Frage gestellt. Ihr habt eben gerade gesehen, wie er auf Kairi, dem Mädchen, reagiert hat, in das er eigentlich verliebt sein sollte, laut der offiziellen Story. Und ihr habt gesehen, wie er auf das Wiedersehen mit ihr reagiert hat. Jetzt guckt euch mal an, wie er reagiert, wenn er seinen besten Freund Riku nach all der Zeit wieder trifft und Kairi ihm sagt, dass der Typ da vorne mit der Sonnenbankbräune genau dieser Riku ist. Close your eyes. Riku! It's Riku. Riku's here. I looked for you. Come on, Sora. You've got to pull it together. I looked everywhere for you. I didn't want you to find me. Ich meine, Alter! Kairi umarmt er und denkt sich so, ja, cool, dass du da bist. Und bei Riku fällt er auf den Boden und fängt an zu heulen und hält seine Hand. Ich meine, kein Mensch bei Square Enix kann mir doch erzählen, dass Sora hetero ist. Der ist halt schwul. Der ist stockschwul. Und das ist vollkommen okay. Ich habe da gar kein Problem mit. Find das sogar super. Nur die sollen uns nicht für blöd verkaufen und sollen es auch deutlich im Spiel sagen, Alter. Jedenfalls besiegen sie alle verbleibenden Mitglieder der Organisation, bis auf einmal Hackerman, also Ansem der Weise, auftaucht. Er hat einen klaren Moment und erklärt, dass es ihm leid tut, was er gemacht hat. Besonders die Entschuldigung bei Riku und Roxas ist angebracht, da er deren Leben völlig rücksichtslos mit seinem Racheplan in die Scheiße geritten hat. Er hat eine selbstgebaute Maschine dabei, die aussieht, als hätte ein Fünfjähriger einen magischen Staubsauger designt, mit welcher er seine magischen IT-Fähigkeiten nutzen möchte, um das künstliche Kingdom Hearts der Organisation 13 in Daten zu konvertieren.
Dieser absurde Plan geht aber schief, die Maschine explodiert und schickt ihn mit Gedächtnisverlust ins Reich der Dunkelheit. Praktischer Zufall ist aber, dass Rico durch die Explosion von seiner Xehanorts herzlosen Gestalt geheilt wird und wieder wie er selbst aussieht. Danach geht es in den finalen Kampf gegen Xemnas. Sora und Rico liefern sich einen langen, harten und ausdauernden Kampf gegen ihn und sind letztlich siegreich. Nach dem Kampf sind Sora und Rico gestrandet in der Welt der Dunkelheit und wissen nicht, wie sie zurück in die Welt des Lichts kommen sollen. Sie sitzen am Strand und fangen an, sich gegenseitig Honig ums Maul zu schmieren. What I said back there about thinking I was better at stuff than you. To tell you the truth, Sora, I was jealous of you. What for? I wished I could live life the way you do. Just following my heart. Yeah, well, I've got my share of problems too. Like what? Like wanting to be like you. Well, there is one advantage to being me. Something you can never imitate. Really? What's that? Having you for a friend. Und ich schwöre, bei Mickys Ohren, wenn das kein Disney-Spiel wäre, würden die beiden jetzt anfangen, an diesem Strand rumzumachen. Eine Flaschenpost von Kairi, die sie vor Wochen ins Meer geschmissen hat, landet am Strand in Reich der Dunkelheit bei Sora und Rico, weil... Zauberei. Und ihre Nachricht macht den beiden Mut und Hoffnung, was laut Kingdom Hearts genug ist, um eine Tür zur Welt des Lichts zu öffnen. Die beiden gehen hindurch und es gibt ein Happy End. Also, kurz gesagt, Sora wacht auf, verkloppt die Organisation 13, Axel ist eigentlich böse, merkt, dass er Scheiße baut, opfert sich dann für Sora und wird dadurch irgendwie wieder so einer von den Guten. Am Ende gibt es einen großen Showdown gegen Xemnas, Sora und Rico besiegen den und am Ende gibt es ein schönes, schönes Happy End.
Ich frage mich, wie viele von euch mir überhaupt noch folgen können oder bei wem von euch, wahrscheinlich bei den meisten, mittlerweile schon die Aufmerksamkeitsspanne irgendwo vor ein paar Minuten abgerissen ist. keine Sorge, wir haben es bald. Wir haben es bald. Nur noch grob 1,5 Spiele, dann sind wir durch. Nach dem Kampf gegen Xemnas und die Organisation wird es Zeit, sich dem Charakter zu widmen, den ich bisher erst ein einziges Mal in 2 Sätzen erwähnt habe, aber der plötzlich wieder relevant wird. Jimmy die Grille aus dem Disney-Film Pinocchio. Ha! Das habt ihr nicht kommen sehen, was? Als Jiminy nach dem ganzen Trubel einen Blick in seine Tagebücher wirft, stellt er erneut fest, dass eines der Bücher leer ist, bis auf einen Satz. Namine danken. Diesen kannten wir schon nach den Ereignissen nach dem Schloss des Entfalls. Nun steht aber noch ein weiterer Satz drin. Mehr Schmerzen als der eine, der grad gebracht ins Reine. Weil Jiminy damit nichts anfangen kann, befragt er Mickey, ob er weiß, was es damit auf sich hat. Dieser hat einiges von Anselm gelernt und ist jetzt selbst auf einmal ein Computercrack. Er digitalisiert das Tagebuch, um zu schauen, ob er den Inhalt aus dem Tagebuch so wieder sichtbar machen kann. Das schafft er auch, aber seine Daten sind voller Bugs. Diese werden als große schwarze Blöcke mit bunten Linien dargestellt. Merkt euch deren Aussehen, denn diese Bugs werden wieder in Kingdom Hearts 3 auftauchen. Um diese Bugs zu bereinigen, erstellt er quasi ein Programm bzw. eine künstliche Intelligenz auf Grundlage von Sora aus Kingdom Hearts 1. Schließlich basiert das Tagebuch größtenteils auf den Abenteuern von Sora und deshalb kann er das halt. Disney Computer. Generell scheint das Buch eine tiefe Verbindung zu Soras Herzen zu haben, denn das Tagebuch reagiert auf die Gefühle und Erinnerungen von dem echten Sora. Das tut es, weil Disney Magie. Ja, gerade bei diesem Spiel gibt es viel unerklärte, unnötige Disney-Magie. Ich glaube, es hat halt einfach etwas damit zu tun, dass das Herz in Kingdom Hearts eine extrem mächtige Sache ist. So ziemlich alles kann ein Herz erhalten oder mit einem anderen Herzen verbunden werden, wenn es nur viel Zeit mit einem anderen Herzen verbringt oder wichtig für eines ist. Auch wenn es nie klar gesagt wird, könnte Pinocchio innerhalb des Kingdom Hearts-Universums ein Beispiel dafür sein, da er streng genommen bloß eine Holzpuppe ist, die eines Tages auf einmal ein Herz hatte. Man könnte auch Tron aus dem Hauptrechner von Anselm heranziehen, der eigentlich nur ein Computerprogramm war, aber einer von Soras Freunden geworden ist. Die Spielzeuge von Toy Story aus dem kommenden Teil 3 könnten auch ein Beispiel dafür sein. Jedenfalls läuft der Daten-Sora durch die Datenwelt und beseitigt Fehler im Programmcode. In der realen Welt werden derweil Mickey und Co. von Malefiz und Carlo angegriffen, welche die Daten von Mickeys Rechner haben wollen, weil sie denken, dass sie damit besser die Welt unterjochen können. Beim ganzen Hin und Her reisen sie auch in die Datenwelt, um die Daten aus Jiminys Tagebuch zu stehlen. Dabei stellen sie sich Daten-Sora und Daten-Rico in den Weg. Der letztere ist so eine Art Bewusstsein oder künstliche Intelligenz des eigentlichen Tagebuchs. Jedenfalls schafft es der Daten-Sora, Malefiz und Carlo zu besiegen und beseitigt die Bugs im Tagebuch, wodurch neue Daten bzw. Erinnerungen zum Vorschein kommen. Wisst ihr, es ist ja nicht so, als ob das alles nicht schon kompliziert genug wäre. Und man würde denken, wir haben verstanden, dass dieses Matrix-Ding aus dem zweiten Teil am Anfang totaler Unsinn war. Aber nö, die fanden das mega geil und machen weiter mit diesem Matrix-Ding und widmen diesem ganzen Bullshit sogar ein ganzes eigenes Spiel. Das ist so... Ah! Daten-Sora trifft auf einmal im Datenschloss des Entfalls auf Daten-Roxas. Sie kämpfen gegeneinander, weil Daten-Roxas herausfinden möchte, ob Daten-Sora dafür bereit ist, die Schmerzen in sich aufzunehmen, welche die Personen, die mit dem echten Sora verbunden sind, wie zum Beispiel Roxas oder Shion, in der Vergangenheit erlitten haben und sich in Soras echtem Herz verstecken. Daten-Sora besteht den Test, anschließend erscheint Daten-Namine, die Daten-Sora und den echten Mickey das erklärt, was ich euch eben auch erklärt habe. Die echte Namine hat damals, als sie in Soras Erinnerungen herumgefuscht hat, Erinnerungen gefunden, die nicht Sora gehören. Diese Momente über Roxas, Shion, Axel, Aqua, Terra und Ventus sind wie gesagt versteckte Erinnerungen, die nicht Sora selbst gehören und kommen zum Teil direkt von den eben aufgezählten Charakteren. Denn wie wir wissen, sind zumindest Roxas, Shion und Ventus in Sora drin. Dieser Zustand ist für den echten Sora wirklich kritisch, da sein Herz quasi aus allen Nähten platzt, weil so viele Leute in seinem Herz herumgeistern. Daten-Sora und Mickey nehmen diese Erinnerungen an sich und das Abenteuer in der Datenwelt endet für sie. Nicht aber für Malefiz und Carlo. Sie lässt nämlich durchblicken, dass sie von dem Buch der Prophezeiungen weiß. Dem Buch, von dem ich euch ganz am Anfang dieses Videos erzählt habe. Dem Buch, das der Meister der Meister geschrieben hat. Sie vermutet, dass diese Datenwelt dem, was man dem Buch der Prophezeiungen nachsagt, nicht unähnlich ist.
Wenn sie dieses Buch hätte, dann könnte sie jede Menge Dinge exportieren und in die echte Welt bringen und sie hätte einen Vorteil gegenüber ihren Feinden, da sie ja nachlesen kann, was in der Zukunft passieren wird. Tatsächlich gibt es in Kingdom Hearts Key, dem Handyspiel über den Schlüsselschwertkrieg, sogar Hinweise darauf, dass Malefiz das Buch gefunden hat und damit irgendwie durch die Zeit gereist ist. Da dieses Handyspiel, wie am Anfang gesagt, aber immer noch nicht abgeschlossen ist und nach wie vor immer noch weiter mit Updates versorgt wird und ich deswegen halt die gesamte Story davon nicht zusammenfassen kann, gehe ich darauf jetzt nicht weiter ein. Ich wollte es aber zwischendurch einmal kurz erwähnt haben, weil es vielleicht in Kingdom Hearts 3 doch nochmal wichtig werden könnte. Mit seinen neuen Erkenntnissen schreibt Mickey anschließend einen Brief an Sora und bittet ihn im Prinzip, mit ihm gemeinsam die Leute zu retten, dessen Erinnerungen er in der Datenwelt gesehen hat. So, und der Datenbalken fasst jetzt noch einmal die letzten Punkte zusammen. Warte, bin ich der Datenbalken? Bin ich in der Matrix? Jiminy Grille findet also irgendwelche Nachrichten in sein Poesiealbum, die er selber nicht reingekritzelt hat. Mickey lädt das in seinen Rechner hoch. Da ist so ein Daten-Zora, so ein Daten-Riku, die irgendwie so eigenständige Charaktere sind. Die defragmentieren dieses Buch. Da sind überall diese eckigen Bugs. Sie schaffen es, die Nachricht zu entschlüsseln. Und sie checken jetzt endlich, beziehungsweise Mickey checkt endlich, wo Ventus Herz ist. Das ist eigentlich alles, was ihr aus dem Spiel mitnehmen müsst. So, Kinders. Und wisst ihr was? Jetzt haben wir es fast geschafft. Kein Scheiß. Es sind nur noch ungefähr 1,5 Spiele, dann sind wir durch. Dann haben wir es endlich. Dann kennt ihr die gesamte Story von Kingdom Hearts bis hin zum Release von Kingdom Hearts 3. Und ihr seid bereit, das Spiel zu spielen. Aber ich will euch nicht anlügen. Jetzt kommt dieses Arschlochspiel um die Ecke. Und wenn ihr das eben, was ich euch alles erzählt habe, schon kompliziert fandet, dann wartet mal ab, was für eine kranke Scheiße in diesem Ding abgeht. Aber keine Sorge, wir schaffen das zusammen. Alle zusammen, jetzt nochmal kurz die Schultern dehnen, Zähne zusammenbeißen und dann geht's los. Auf in den Endspurt! Mickey hat seit Jahren im Prinzip nichts anderes gemacht, als eine überraschende Katastrophe nach der anderen zu verhindern. Das hat ihn aber von seinem eigentlichen Ziel abgebracht, nämlich seine Freunde Aqua, Terra und Ventus zu retten. Nachdem Xehanorts Herzloser und Xemnas sein Niemand besiegt sind, denkt er, dass er sich wieder der Suche nach seinen Freunden widmen kann. Nur leider offenbart ihm Yensid, dass dadurch, dass zuerst der Herzlose und dann der Niemand von Xehanort zerstört wurden, beide Hälften sich nun wieder vereinen werden und der echte Xehanort zurückkehren wird. Aus diesem Grund sollen Sora und Riku sich nun der Meisterprüfung unterziehen, um echte Schlüsselschwertmeister zu werden, da sie so viel Kraft wie möglich für den bevorstehenden Kampf gegen Xehanort brauchen werden. Derweil treffen sich im Reich der Dunkelheit zwei Charaktere, die dort verloren sind. Ansem der Weise wurde nach der Explosion seiner Maschine ins Reich der Dunkelheit geschleudert und hat nun Amnesie. Er kann sich nur noch an die Geschehnisse erinnern, die direkt mit Sora zu tun haben. Am Strand der Dunkelheit trifft er auf Aqua, welche seit über 10 Jahren einsam und verlassen durch das Reich der Dunkelheit rennt. Sie hat keine Ahnung, wie lange sie schon verschollen ist. Die beiden sprechen miteinander und Ansem erzählt ihr, dass dort draußen ein Junge namens Sora mehrfach das Universum gerettet hat und dass dieser vermutlich die einzige Chance für diejenigen ist, die als verloren gelten. In diesem Moment erinnert sie sich an den kleinen Jungen, den sie vor so langer Zeit gesagt hat, dass sie auf seinen Freund aufpassen soll und dem sie eigentlich das Schlüsselschwert gar nicht geben wollte. Mit einem Mix aus Freude und Trauer wartet nun auch sie mit Ansem darauf, von Sora gerettet zu werden. Als Sora und Riku bei Yensid eintreffen, erzählt dieser den beiden, dass sie die schlafenden Welten wecken müssen. Die schlafenden Welten sind die Welten, die bei dem Angriff der Herzlosen in der Dunkelheit versunken sind, aber sich aus eigener Kraft nicht wiederherstellen konnten. Diese liegen nun im Traumland und schlafen. Sora und Rikus Aufgabe ist es, in das Traumland zu reisen und diese schlafenden Welten aufzuwecken. Und wie kommt man nun ins Traumland? Man muss sich in einer Welt befinden, die von der Dunkelheit verschlungen wird, und dann einschläft. Und dann muss man mit dem Schlüsselschwert ein Portal dazu aufschließen. Und wie denkt ihr, kommen die jetzt in solch eine Welt? Kingdom Hearts typisch natürlich mit einer total einfachen und einer total naheliegenden Lösung. Zeitreisen!
Um im Universum von Kingdom Hearts durch die Zeit reisen zu können, muss man irgendwann mal seinen Körper verlassen haben. Sora hat dies getan, als er ein Hollow-Bestien zu einem Herzlosen wurde. Riku hat das getan, als Xehanort seinen Körper geklaut hat und sein Herz in die Dunkelheit gestoßen hat. Man kann nur in die eigene Vergangenheit reisen und nur an einen Ort und eine Zeit, an der man früher schon einmal war. Ich könnte nach dieser Logik also zu meinem 4. Geburtstag zurückreisen, mich selbst dort treffen und mit meinem krassen neuen Gameboy spielen, den ich bekommen habe. Ich könnte aber nicht zu meinem 80. Geburtstag reisen und meine Krönung zum Kaiser von YouTube beiwohnen, weil ich selbst, derjenige, der durch die Zeit reist, diesen Moment selbst noch nicht erlebt habe. Wenn ich dann in der Vergangenheit bin, kann ich zwar mit meinem früheren Ich reden, ich kann ihm aber nicht den Gameboy wegnehmen, denn es ist bereits vorbestimmt, dass ich einen Gameboy als Kind besitzen werde. Außerdem bin ich jetzt in dieser Zeit gestrandet. Ich kann nicht mehr zurück in die Zukunft reisen, aus der ich kam. Ich muss jetzt dort warten und die Zeit normal vergehen lassen, bis ich wieder in der Zeit bin, in der ich losgereist bin. Sobald ich die Zeit erreiche, aus der ich losgereist bin, vergesse ich, dass ich durch die Zeit gereist bin. Ich erinnere mich nur noch im Unterbewusstsein daran, was rein theoretisch mein Handeln beeinflussen könnte. Mann, hätten die einfach eine DeLorean oder eine TARDIS nehmen können? Jedenfalls reisen nun Sora und Riku an den Tag zurück, an dem Destiny Island von den Herzlosen überrannt wurde. Kurz nachdem die Welt sich schlafen gelegt hat, wecken die beiden diese mit ihrem Schlüsselschwert wieder auf und öffnen das Tor zur Traumwelt und springen hinein. Erinnert euch aber noch, wer an diesem Tag auch noch auf der Insel war? Xehanorts Herzlose war ebenfalls auf der Insel und es stellt sich heraus, dass dieses miese Sackgesicht das alles von langer Hand geplant hat. Als Terranort sich damals in seinen Herzlosen und seinen Niemand Xemnas aufgespalten hat, da hat er das getan, um noch mehr Versionen von sich zu erschaffen. Aber sein eigentliches Ziel war es, seinen Körper loszuwerden, damit er durch die Zeit reisen kann. Der Kerl ist, nachdem er das schwebende Herz in der Kutte geworden ist, in seine Jugend zurückgereist und hat sich selbst auf Destiny Island besucht, als er noch gar kein Schlüsselschwertträger war. Jetzt kommt die Zeitreise zum Tragen, von der ich euch am Anfang gesagt habe, dass ich es euch erst erkläre, wenn es relevant ist. Er reist also ca. 60 Jahre in die Vergangenheit und trifft sich selbst als Jugendlichen. Dann erzählt er seinem jugendlichen Ich von dem Leben, das er gelebt hat, alles über die Welten und alles über das Schlüsselschwert, Kingdom Hearts, seinen Plan und so weiter und so fort. Und weil Regeln für Xehanort nur dafür da sind, um sie zu brechen, findet er einen Weg, die Grenzen der Zeitreise zu umgehen. Er gibt seinem jüngeren Ich die Kraft, ein Schlüsselschwert zu führen und durch die Zeit zu reisen. Sein Auftrag ist es nun, quer durch die Zukunft zu reisen, um alle möglichen Versionen von Xehanort zu finden und zu einem bestimmten Punkt in der Zukunft zu versammeln. Stellt sich nämlich heraus, dass selbst wenn der ursprüngliche Zeitreisende nicht in die Zukunft reisen kann, sein jüngeres Ich aus der Vergangenheit das mit der Hilfe des ersten Reisenden schon kann. Dadurch, dass Xehanort alle möglichen Versionen von sich erschaffen hat, wie zum Beispiel Xemnas, sein Niemand oder Niemande, in die er sein Herz gesteckt hat, kann er nun zu seinen eigenen Ichs in der Zukunft reisen. Er nimmt also alle möglichen Versionen, die es von ihm in der Zukunft irgendwie gibt, mit zu einem noch späteren Zeitpunkt in der Zukunft. Stell dich das vor wie so ein Doctor Who Crossover Event, bei dem mehrere Doktoren aus mehreren verschiedenen Zeitperioden aufeinandertreffen. Nur mit dem Unterschied, dass es nicht der Doktor ist, der sich selbst immer wieder trifft, sondern der Master, der Bösewicht. Während Sora und Riku ins Traumland springen, springt Xehanorts Herzloser hinterher. Riku bemerkt instinktiv, dass etwas nicht stimmt und springt, ohne es selbst zu bemerken, in den Traum von Sora. Und ja, Leute, als wären Zeitreisen nicht schon kompliziert genug, haben wir jetzt auch noch den Plot von Inception da drin. Was zur Hölle? Sora und Riku kämpfen sich fortan durch die schlafenden Disney-Welten und treffen immer wieder auf den jungen Xehanort, Xemnas und Xehanorts Herzlosen, welche ihnen Steine in den Weg legen. Diese Hürden überwinden sie mit der Hilfe von Geistern, gutartigen Traumfängern. Wisst ihr noch die Shiriti ganz vom Anfang, zu Zeiten des Schlüsselschwertkriegs? Sie kommen eigentlich aus dem Traumland und da Riku, wie gesagt, in Soras Traum gesprungen ist, ist er selbst zu einem temporären Traumfänger geworden, der Soras Albträume abwehren soll. Die guten Traumfänger lassen sich von den beiden übrigens trainieren wie Pokémon. Währenddessen erwachen im Reich des Lichts die Jemande der ehemaligen Organisation 13 Mitglieder. Axel, der jetzt wieder ein richtiger Mensch ist und sich wieder Lee nennt, bemerkt aber, dass einige Mitglieder der Organisation fehlen und begibt sich auf die Suche nach ihnen. Malefiz und Carlo gehen Mickey mal wieder auf den Sack und kidnappen Minnie Maus.
Diese beiden Stümper werden aber von Lee in die Flucht geschlagen. Da er ab jetzt zu den Guten gehören möchte, fragt er Yenset um Hilfe, dabei ein Schlüsselschwertträger zu werden. Dieser willigt ein und steckt ihn mit Merlin und den guten Feen von Dornröschen in so eine Art Raum von Geist und Zeit, wo er trainieren kann, das Schlüsselschwert zu führen. Nachdem die Schlüssellöcher der schlafenden Welten geschlossen sind, findet sich Sora in der Welt, der niemals war, wieder und trifft dort auf Xigbar. Wobei es nicht ganz klar ist, ob es sich hierbei um den Niemand Xigbar oder seinem Jemand Break handelt. Während Sora in einer Illusion gefangen ist, bemerkt er schließlich, dass der junge Mann, von dem er ständig sabotiert wird, eigentlich Meister Xehanort ist, nur in seinen jungen Jahren. Bei dem Versuch, immer näher an das Schloss zu kommen, begegnet er den Geistern bzw. Trugbildern von Namine, Roxas, Shion, Terra, Aqua und Ventus. Gerade sein Gespräch mit Roxas ist hier interessant, da er hier endlich die Erinnerungen und den Schmerz von Roxas erhält, was bereits in Kingdom Hearts Coded vom Daten-Roxas angeteasert wurde. Come on, say something. This could have been the other way around. Huh? But it really has to be you. What do you mean? There are so many hearts that are connected to yours. You're me, so you can feel what I felt. No. Roxas, you're you. We're not the same. I wanted to tell you that. That you deserve as much as I do to be your own person. Sora, see? That's why it has to be you. Anschließend erfährt Sora von dem wahren Plan von Meister Xehanort, jedem Mitglied der Organisation 13 ein Teil seines Herzens einpflanzen zu wollen. Die Charaktere, die bereits von Xehanort in Besitz genommen wurden, kann man daran erkennen, dass sie die gelbe Augenfarbe von Xehanort haben und zum Teil auch die spitzen Ohren von ihm bekommen. Translation: They were gonna turn all the members into Xehanort. Me, I'm already half Xehanort. That's nuts. Außerdem wird Sora klar, dass niemand tatsächlich ein Herz haben können bzw. ihnen ein neues Herz wachsen kann, womit angedeutet wird, dass Shion, Roxas und alle anderen Niemande, die schlichtweg Spaß an ihrem Leben hatten, vielleicht doch ein neues Herz hatten. Das ist auch der Grund, warum den Niemanden gesagt wurde, dass sie keine Gefühle haben können, nämlich damit sie loyaler zu Xemnas sind. Doch ihr Wunsch nach Freiheit, besonders bei Axel, Shion und Roxas zu sehen, hat den Plan von Xehanort mit diesen Charakteren unmöglich gemacht. Soll heißen, dass niemand eigentlich keine Gefühle haben und eigentlich so eine Art Untote, Missgeburten sind. Das war bis zu diesem Zeitpunkt eine Lüge für die Charaktere im Spiel und auch für euch als Spieler. Ich hab's euch einfach vorhin noch nicht gesagt, weil das Ganze einfach noch viel komplizierter gemacht hätte. Als Sora bemerkt, dass auch er ein Gefäß für Meister Xehanort werden soll, greift er Xemnas an und gewinnt den Kampf. Doch sein Herz ist mittlerweile durch die Begegnung mit Roxas und Co. so schwer beschädigt, dass er in ein Koma fällt und vom jungen Xehanort einfach zum Schloss gebracht werden kann. Riku findet anschließend den schlafenden Sora und bekämpft erst einen Albtraum und anschließend noch einmal Xehanorts Herzlosen. Riku erklärt seinem alten Peiniger, dass er ursprünglich gezweifelt hat, ob er noch das Schlüsselschwert führen kann, nachdem er gesehen hat, dass Xehanort seines verloren hat, nachdem er ein Herzloser wurde. Er erinnert sich auch an das Gespräch, welches er als Kind mit Terra hatte, nämlich dass er gerne andere Welten bereisen will und dass er es geschafft hat, die Dunkelheit in seinem Herzen zu akzeptieren und dennoch ein Schlüsselschwertmeister werden kann und dass er deswegen seine Kräfte nie wieder mit Xehanort vereinen wird. Nach dem Kampf gegen den Herzlosen wird Riku aus Soras Träumen geworfen und landet in den schlafenden Welten, wo er weiter nach Sora sucht. Er findet ihn in der Kammer der Organisation 13, wo er bereits darauf vorbereitet wird, ein weiteres Gefäß für Meister Xehanort zu werden, der jetzt wieder neu entsteht, da ja auch sein Herzloser und sein Niemand in Kingdom Hearts 1 und 2 zerstört wurde.
Als typischer Bösewicht erzählt er allen Anwesenden seinen bösen Plan und erklärt Mickey und den anderen quasi den Krieg. Mit seinen 13 verschiedenen Versionen seiner selbst wird er die 7 Kämpfer des Lichts im Kampf herausfordern, in der Hoffnung, so die X-Klinge neu zu schmieden. Als Meister Xehanort versucht, sein Herz in Zoras Körper zu stecken, um die 13. Version von sich zu erstellen, wird dieser aber überraschend gerettet. Axel! Axel? Please! The name's Lee. Got it memorized? You're not supposed to be here! Anschließend kommt es zu einem Kampf zwischen dem jungen Xehanort und Riku, wobei Riku als Sieger hervorgeht. Die Zeit, welche die zeitreisende Version von Xehanort für ihre Zukunftsreise in die aktuelle Gegenwart hatten, ist anschließend aber abgelaufen und alle kehren in ihre Zeit zurück, ohne sich daran zu erinnern, was gerade passiert ist. Mit dem komatösen Sora zurück in Jensets Turm, denn seien wir mal ehrlich, es war nur eine Frage der Zeit, bis auch endlich mal Sora im Koma liegt, oh Mann, muss Riku in Soras Herz eindringen und dieses aufwecken. Als er in Soras Herzen ist, stellt sich ihm die Rüstung von Ventus als Albtraumwächter entgegen. Als Riku diesen besiegt und Soras Herz aufschließt, findet er sich plötzlich auf Destiny Island wieder und trifft einen Ansem, der aus Daten besteht. Er übergibt ihm die Forschungsergebnisse, die der echte Ansem in Soras Herzen versteckt hat, als er ein Jahr lang geschlafen hat. Als Riku aus Soras Herzen zurückkehrt, ist Sora bereits wach und Jensid verkündet, dass nur Riku den Test bestanden hat und Riku nun ein Schlüsselschwertmeister ist. Sora aber nicht. Riku, I name you our new true Keyblade Master. Way to go, Riku! Yeah? I knew you were gonna pass with flying colors! This is just so awesome! Ach so, und anschließend zeigt Lee, dass sein Training erfolgreich war und er nun auch ein Schlüsselschwert benutzen kann, weil warum eigentlich nicht? Ab diesem Zeitpunkt könnte man sich fragen, warum Sora und Co. Xehanort nicht einfach ignorieren und sie nicht gegen ihn kämpfen. Immerhin kann er die X-Klinge nur dann schmieden, wenn sich ihm 7 Krieger des Lichts in den Weg stellen. Das Problem ist, dass die anderen aber keine Wahl haben, als gegen ihn zu kämpfen. Da Xehanort, wenn sie nicht gegen ihn kämpfen, einfach die 7 Prinzessinnen des Lichts angreifen wird und somit auch die X-Klinge geschmiedet werden kann. Sie können diesen Kampf also nicht aussitzen. Da sie nun so viele Schlüsselschwertkrieger wie möglich brauchen, lässt Jensid nun auch Kairi zu ihm kommen, damit auch sie zu einer richtigen Schlüsselschwertträgerin gemacht werden kann. Riku und Mickey begeben sich nun gemeinsam auf die Suche nach Aqua, denn je mehr Schlüsselschwertträger, desto besser. Sora, Donald und Goofy werden außerdem wieder gemeinsam auf eine Mission geschickt, um die Krieger des Lichts zu sammeln und Sora die Fähigkeit zu beschaffen, schlafende Herzen zu wecken, was er brauchen wird, um die Personen, die in ihm schlafen, wie zum Beispiel Ventus, wecken zu können. Geschafft. Wir haben Dream Drop Distance besprochen. Okay, welche Eckpunkte braucht ihr? Sora und Riku sollen die Meisterprüfung machen, um wahre Schlüsselschwertmeister zu werden. Sora wird von Xehanort aber manipuliert durch die zeitreisenden verschiedenen Versionen. Dabei hilft ihm Riku in einer Art Inception-Plot, der in den Träumen von Sora im Traumland ist und gegen diese ganzen Typen kämpft. Ja, und am Ende schaffen sie es, die zurückzuschlagen. Axel ist am Start, hat auf einmal ein eigenes Schlüsselschwert, gehört zu den Guten und ja, nur Riku wird zum Meister ernannt und Sora nicht. Wo lässt das jetzt aber unsere ganzen Charaktere und was passt hier noch nicht ganz? Riku und Mickey suchen nach Aqua in der Welt der Dunkelheit. Aqua ist dort seit über 10 Jahren verschollen und hat dort Ansem den Weisen getroffen. Kairi und Lee trainieren zusammen, um vollwertige Schlüsselschwertträger zu werden. Sora, Donald und Goofy machen sich auf den Weg zur Arena des Olymp, um von Herkules einen Tipp zu erhalten, wie Sora stärker werden kann. Er muss die Fähigkeit erlernen, schlafende Herzen zu wecken, damit er die verlorenen Charaktere retten kann. Roxas, Ventus und Shion befinden sich im Körper bzw. Herzen von Sora. Ventus' Körper schläft im Schloss des Entfallens in einer geheimen Kammer. Fehlt nur noch Terra. Hier gibt es eine Sache, die ich mir nicht erklären kann und ich hoffe, dass das in Teil 3 noch irgendwie erklärt wird. Da Terranort es war, der zu einem Herzlosen und einem Niemand wurde und streng genommen Xemnas nur der Körper von Terra war, hätte bei der Wiederherstellung der Jemande nicht Meister Xehanort zurückkehren sollen, sondern Terranort. Sowohl Terras Körper als auch Terras Herz sind bisher verschollen. Mit aller Logik, die wir bisher von Kingdom Hearts bekommen haben, müsste Terranort eigentlich derjenige sein, der zurückkehrt und nicht der alte Meister Xehanort.
Von daher haben wir derzeit keine Ahnung, wo Terra steckt, im Zweifelsfall aber im Reich der Dunkelheit. Innerhalb von Terras Herzen befindet sich außerdem wahrscheinlich noch Meister Arrakas, welcher vermutlich in Terras Herz geschlüpft ist, kurz bevor er starb. Fehlt nur noch Xehanort. Der ist so ziemlich dancing with himself und sammelt weiter fleißig mit diversen Versionen von sich selbst, andere Versionen von sich selbst und bereitet sich auf die große Schlacht vor, die in Kingdom Hearts 3 folgen muss. Gott, ich bin einfach nur müde jetzt. Das Skript zu diesem Video war sage und schreibe 33 Seiten lang. Es ist schon fast sowas wie meine kleine persönliche Kingdom Hearts Bachelorarbeit gewesen. Es war mega hart. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Arbeit in diesem Video drin steckt. Und ja, wenn ihr cool drauf seid oder einfach nur einen guten Tag habt, dann würde ich mich wie gesagt echt megamäßig freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, das Video liked, die Glocke einschaltet und vor allem das Video teilt. Schickt es bitte an Leute, die Kingdom Hearts noch nicht kennen oder die einfach vor Jahren mal Kingdom Hearts gespielt haben, aber irgendwie den Anschluss verloren haben. Schickt es an die Leute, wo ihr euch wünschen würdet, dass sie Kingdom Hearts spielen, damit ihr zusammen mit diesen Leuten über Kingdom Hearts quatschen könnt. Das ist auch im Prinzip genau das, was wir Nerds alle wollen. Wir wollen eigentlich nur über die Sachen, die uns gefallen, mit anderen Leuten reden und ja, wie gesagt, ich würde mich megamäßig freuen, wenn ihr das alles macht. Nur so kann das klappen mit meinem Rise to Internet Domination. Okay, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem brutal langen Video. Ich hoffe einfach, ich konnte euch Kingdom Hearts, diese wunderbare, komplizierte, aber auch einfach nur geile Spielreihe verständlich machen. Gott, das Ding ist echt schwerer, als es aussieht, sage ich euch. Auf meine Schulter. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu Kingdom Hearts oder irgendwas in diesem Kosmos oder wenn ihr einfach nur darüber quatschen wollt, wie sehr euch Kingdom Hearts gefällt oder was ihr euch für Welten in zukünftigen Kingdom Hearts Spielen wünschen würdet und so weiter und so fort, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Schreibt mir bei Twitter, schreibt mir bei Facebook, schreibt mir bei Instagram, wo auch immer. Ich versuche wirklich, all eure Fragen zu beantworten und ich habe Spaß daran, wenn ich in euer Dunkel zu der Story betreffend von Kingdom Hearts ein klein wenig Licht bringen kann. Ich bin jetzt einfach nur fertig und ich muss schlafen. Ich muss einfach nur schlafen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid jetzt gut vorbereitet auf Kingdom Hearts 3. Und bis zum nächsten Mal sage ich tschö mit Ö, hauen Sie, bauen Sie. Und das ist das Schlüsselschwert! Come this far, and still you understand nothing. What? So, what exactly is going on here? Oh, I'm kinda confused. You kinda lost me a few minutes ago.